Ich will mir noch mein Wasser hier nochmal rüberziehen. Wenn wir mal hier in Stellung bringen. So, mich kann man hören. Einer von euch beiden nickt mir nochmal kurz zu und das funktioniert hervorragend. Gut, dann auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Und während ich jetzt hier noch die Liste der Teilnehmer sehen kann, bin ich ja glücklich, doch den einen oder anderen hier zu kennen und sage Hallo in die Runde. Natürlich nicht nur an die, die ich kenne, sondern auch an die anderen, die ich jetzt damit kennenlerne. Aber es sind so ein paar Gesichter dabei, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Umso mehr freut mich das. Sudele, also Fragen, bevor wir loslegen, vielleicht tatsächlich meinerseits nochmal ganz schnell eine Idee dazu. Wir haben heute etwas vor, was nicht ganz einfach ist, nämlich wir wollen in einer ziemlich kurzen Zeit uns etwas sehr technisch beziehungsweise etwas sehr Genaues, Detailliertes angucken und erfahrungsgemäß, wenn ich das in größeren, längeren Sitzungen mache, kommen da immer sehr viele Fragen, die sind auch ganz toll. Die ufern allerdings ein bisschen aus und dann guckt man da ein bisschen rein und ich glaube, die Zeit haben wir jetzt heute nicht. Das heißt, Sie sind alle eingeladen, parallel auch in Ihre eigenen Konten reinzugucken, ein bisschen zu schauen, was man da so machen kann. Aber die Fragen als solches tatsächlich vielleicht so bündeln und danach ja auch so stellen, dass Sie eben, ich sag mal, wenn Sie wirklich fürs Verständnis, ich habe es gerade nicht verstanden und hängen da irgendwo, dann jetzt gleich dann stellen mittendrin und ansonsten haben wir auch genug Zeit tatsächlich nach hinten raus und wenn das irgendwie scheitern sollte, weil da einer dann selbst ein bisschen kurz angebunden ist in der Zeit, dann gerne auch sammeln und mich irgendwann nochmal anrufen. Das kriegen wir auch dann locker so hin. So, das zur Theorie und in der Praxis würde ich sagen, geht es dann auch los, auch ob der Zeit, dass das auch läuft. Und dann werde ich mal gucken, dass ich jetzt hier auch meinen Bildschirm dann, da kommst du her, freigeben kann. So sieht's aus. Und ich will mal ganz stark und annehmen, dass das jetzt auch so funktioniert. So. Das ist das also, was wir heute so wollen und was wir vorhaben. Ich will mal kurz gucken, da stöpsel ich nochmal einen an hier. Dass wir mal gucken, was wir dann heute so machen. Also, ganz kurz, ganz knackig. Ich werde mich nochmal für die, die mich noch nicht kennen, kurz vorstellen, damit man da auch eine Idee davon hat. Die Wichtigkeit von Google will ich dann noch ganz kurz nochmal rausbringen. Ich letztes Mal schon in dem Webinar, wo es eigentlich so mehr um die Theorie ging, kurz dargestellt habe, aber damit wir alle auf einem Stand sind und wissen, warum wir das hier gerade machen. Würde ich das gerade in der Zeit, beziehungsweise in diesem Moment gerne nochmal einmal kurz machen wollen. Und dann geht es auch schon rauf mit den Anzeigen, rein in die Anzeigen. Wir gehen also direkt in das Google Ads-Konto rein und werden uns dann mal ein bisschen durchbaldowern. Und Fokus Tourismus später nachher mal ganz kurz nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die ich auch beim letzten Mal schon hatte. Aber auf denen möchte ich dann nochmal ganz kurz rumreiten, damit wir da auch nichts vergessen. So, für die, die das Foto zu klein ist, das bin ich in groß, also halb groß. Mein Name ist Nico Erhardt, bin gelernter Mediengestalter. Das heißt, ich komme aus der Technik, habe das mal selbst gelernt, wie das Ganze funktioniert und wie man das programmiert und wie man es hübsch macht. Wobei hübsch machen war nicht so meine Passion, ich war eher der Techniker und habe dann später berufsbegleitend nochmal studiert, internationales Marketing und Tourismus im Zweitfach und bin eigentlich seitdem immer wieder Trainer und Vortragsredner. Bin Spezialist für E-Commerce-Projekte, nenne mich selbst Servicefreund. Ich mag es, dass Service mir gegeben wird, ohne den roten Teppich ausrollen zu müssen. Ich liebe es, Service zu geben und anderen das Gefühl dafür zu geben, dass ich auch Lust habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das ist all das. Deswegen erwähne ich das auch immer, was ich als Grundidee eigentlich dann sehe, um auch solche Kampagnen aufsetzen zu können, weil du musst dich eben auch schon einfach in deine Gäste vernünftig hineinversetzen können und die nicht einfach nur so irgendwie als Vieh sehen, die dann irgendwann mal in deine Zimmer sollen oder eben auch in die Gastronomie kommen sollen. Also das macht einfach schon Sinn, sich auch dann einfach in die hineinzuversetzen. Das werden wir nachher sehen. Ich bin Mitgesellschafter der Agentur, aus der ich jetzt gerade spreche. Die werde ich gleich nochmal ganz kurz in einem Slide vorstellen und bin schon seit 1998 im Online-Marketing tätig, durfte also schon das eine oder andere dann sehen. So, und das sind wir. Das ist unser Unternehmen. Wie es heißt, wie es lebt, wo es ist und wo es herkommt. Wir sitzen also in der Marmeladenstadt Bad Schwartau, haben noch ein Außenbüro in München und noch in Berlin. Aktuell sind wir 14 Spezialisten, die sich also um die Projekte unserer Kunden hier kümmern. Aus den unterschiedlichen Bereichen, die ich da mal aufgeführt habe, also E-Business, Beratung, Entwicklung, Projekte aus dem Bereich, klassisch Online-Shops, Webseiten und Softwareentwicklung und dann eben auch genau das, um das wir uns heute kümmern, nämlich Google Ads oder eben auch Social Media, Facebook Marketing und Co. Rechts so ein paar Kunden, mit denen man sich gerne schmückt, die man gerne zeigt, die jeder kennt. Und ganz, ganz, ganz viele andere Kunden, die wir über die Zeit der letzten 26 Jahre betreuen durften. Und insofern ist das Slide nicht groß genug, um alle zu zeigen, auf die wir dann da auch stolz sind, gerade auch aus dem Kleinst- und Mittelstand, die wir auch schon über lange Jahre betreuen dürfen. So, das soll es gewesen sein. Und dann wollen wir kurz noch klären. So ein bisschen hat man es vielleicht schon gemerkt. Hey, Sie, meinst du mich? Ja, nun, du und sonstiges. Ich duze gerne. In solchen Vorträgen, Seminaren, Webinaren und Co. würde das jetzt hier auch gerne machen. Ab und zu wird mir wahrscheinlich nochmal ein Sie rausrutschen. Die Präsentation ist ganz artig auf Sie gehalten, weitestgehend. Also insofern bitte nicht falsch verstehen beziehungsweise auf den Schlips getreten fühlen. Meistens passt das dann aber auch besser. So,
Wichtigkeit Google, damit wir wissen, warum, wieso, weshalb. Kurzer, schneller, knackiger Einstieg. Ich denke, wir müssen nicht großartig darüber reden, dass wir tatsächlich in Deutschland zumindest und auch in vielen, vielen anderen europäischen und weltweiten Ländern mit Google arbeiten müssen, wenn wir denn der Meinung sind, dass man uns sucht oder suchen muss und wir nicht von alleine irgendwie irgendwo auftreten. So, das heißt, wir haben einen Marktanteil im Moment von über 85% in Deutschland, der übrigens ein bisschen weniger geworden ist in den letzten Jahren. Wir waren auch schon mal bei 92% und mehr. Aber wir haben eben diese Suchmaschine, wir müssen uns um die kümmern, Diskussion beendet. Mobil ist allerdings ein ganz großer Punkt. Hier steht 50% und mehr, Tendenz steigend. Das sage ich allerdings auch schon seit einigen Monaten und Jahren. Liegt daran, dass es letztendlich branchenmäßig immer noch in einigen Bereichen so ist, dass wir also letztendlich dann auch mit Desktop-PCs und Co. dann rechnen müssen. Für unsere Fälle kann das auch mal sein. Das heißt, die von euch, die letztendlich auch im Business-Bereich letztendlich ihre Gäste suchen, sei es nun Gastronomie oder sei es eben auch dann die Hotellerie. Die müssen damit rechnen, dass letztendlich tatsächlich mit dem großen Rechner gesucht wird, zumindest die Vorakquise damit stattfindet, während eben nachher der Leisure-Bereich doch eher auch auf dem Mobilgerät natürlich zu Hause ist. Also das berücksichtigen, ansonsten alles andere, denke ich, ist soweit klar. Henne-Ei-Prinzip nochmal kurz verstehen, damit man auch da die Unterschiede nochmal dann versteht und auch nicht aus den Augen verliert, dass das hier nur ein Marketingbestandteil sein sollte, meiner Meinung nach, was wir hier heute machen. Das heißt, wir sind im linken Bereich Inbound Pull. Das heißt, wir machen etwas und reagieren im Moment nur, wenn jemand uns auch sucht. Das gilt für die normale, organische, unbezahlte Suche und das gilt für das, was wir heute vorhaben, nämlich Google Ads, wo wir sagen, na gut, wir kommen gegen Geld. Es ist beides allerdings dann letztendlich der Pull-Effekt. Das bedeutet, jemand sucht etwas und wir wollen kommen. Das ist was anderes als zu pushen. Ich sage gleich auch noch was zum Google Ads Bereich Push. Das ist was anderes als zu pushen, indem wir letztendlich kommen, ohne dass jemand letztendlich mit uns gerechnet hat. Klassischerweise in Social Media Bereichen. Ganz toll, auch etwas, was ich nach wie vor und auch in den anderen Vorträgen ja schon gesagt habe, wärmstens jedem ans Herz legen möchte, insbesondere in der Hotellerie, im Tourismus, ist das ein ganz toller Kanal, weil wir uns eben letztendlich auch nicht nur die Zielgruppen wünschen können, sondern eben auch tatsächlich neue Zielgruppen damit aufmachen können im besten Falle. Es ist möglich, mit Google Ads auch zu pushen, das heißt also auch Anzeigen zu schalten in den Bereichen oder auf Seiten, wo letztendlich der Nutzer nicht mit uns gerechnet hat. Das werden wir heute allerdings bewusst nicht machen, weil ich letztendlich mit der Qualität von solchen Anzeigen nicht wirklich zufrieden bin, beziehungsweise der Streuverlust mir eigentlich in den meisten Fällen zu hoch ist. Und das werden wir nachher auch ganz kurz nochmal touchieren. Wenn wir uns dafür entscheiden, das eben nicht zu tun, werde ich es auch nochmal kurz erklären. Letztendlich der Aufwand, der betrieben werden müsste, in meinen Augen deutlich größer ist, dann nachher beziehungsweise zwei gedacht werden muss. Früher hat man das einfach mal so mitgemacht und einfach gesagt, na komm, aber das machen wir heute eigentlich nicht und wollen wir das nachher auch nochmal erklären. Also, das muss man dazu kurz wissen. Warum wir uns damit beschäftigen müssen, auch für die, die jetzt mal überlegen im Sinne von, naja gut, macht das eigentlich Sinn, sollte ich das wirklich tun, ja, nein, vielleicht. Das sind letztendlich dann die Zahlen, die wir haben im organischen, nicht bezahlten Bereich. Das heißt, wir haben 28,5, die auf das erste Ergebnis klicken, 15,7 auf das zweite, 11,5 der Suchenden noch auf das dritte und so weiter und so fort. Man merkt schon, von oben nach unten wird es immer dunkler und ab der zweiten Seite sind wir eigentlich fast nicht existent. Fast. Der Tourismusbereich ist für mich immer eine kleine Ausnahme, wo ich sage, okay, der geneigte Sucher, der jetzt tatsächlich ein Hotel sucht in einer Stadt und nicht scharf auf ein Booking, auf HRS, auf Hotel oder sonstiges ist, der weiß darum, dass die erste Seite damit zugekleistert ist bei Google und der wird sich erfahrungsgemäß, zumindest in dem Bereich, durchaus nochmal mit der zweiten und dritten Seite auseinandersetzen, weil er eben an diesen Portalen vielleicht dann vorbeikommen möchte. Das heißt also, für uns ist dann auch mal das Ergebnis auf der zweiten, dritten Seite durchaus, wenn wir nochmal im SEO-Bereich sind, relevant und auch vielleicht auch etwas, was wir uns dann als Erfolg auf die Fahne schreiben können, weil es eben oben ziemlich echt dicht geworden ist und letztendlich gerade die großen Portale dort um die Gunst der ersten Plätze nachher den buhlen. Das vielleicht einfach mal so als Einstieg nochmal dazu, beziehungsweise zur Erinnerung. Und deswegen soll eben Abhilfe die Google Ads-Schaltung sein. Und das nochmal ganz kurz, damit wir mal verstehen, was wir jetzt hier heute vorhaben oder was wir letztendlich mit touchieren werden. Das sind Suchbegriffe. Suchphrasen sind letztendlich Begriff, also ich sage mal richtige Suchfragen und damit auch Phrasen. Das heißt also nicht nur ein Wort suchen, sondern mehr Wort suchen. Sollten aber auch nicht zu eng sein. Ne? Also kommen wir nachher nochmal drauf. Anzeigen, die wir frei texten können, solange sie Google-konform sind. Auch das gucken wir uns an. Das Budget, wichtig zu verstehen, können wir komplett selbst festlegen. Ja? Das heißt, wir entscheiden, wie viel Budget wir pro Tag und damit pro Monat ausgeben wollen. Google ist zwar immer letztendlich dann auch dabei und sagt zu Recht, pass mal auf, Kinders, wenn das heute richtig genial läuft für euch und hier die Anfragen einfach steigen, dann werden wir mal ein bisschen Budget vom nächsten Tag mal ein bisschen abnehmen und werden jetzt schon mal ein bisschen mehr davon nehmen und morgen oder vielleicht auch die nächsten Tage werden wir dich dann wieder ein bisschen weniger ausliefern, sodass du im Durchschnitt
über den Monat gesehen nicht über das maximale Budget hinauskommst, was du vorgegeben hast. Das ist also ganz wichtig, kein Fass ohne Boden. Das heißt, wir sind letztendlich Herr unserer Lage. Wir geben an, was wir ausgeben wollen. Wir können sofort stoppen. Innerhalb von wenigen Sekunden, sagen wir mal wenigstens Minuten, ist das Ding gestoppt und es kommt zu keiner Auslieferung mehr. Das heißt, wir sind jetzt hier nicht irgendwo panikgetrieben und man sagt, oh Gott, wenn da jetzt viele suchen, werden wir pleite. Nein, wir bestimmen das selbst. Ganz wichtig zu verstehen. Und wir haben letztendlich auch tolle Auswertungsmöglichkeiten nachher und sollten die auch nutzen. Touchieren wir heute eigentlich fast nur mit diesem Satz. Mein Lieblingsthema mitunter zumindest, Auswertung. Macht das bitte unbedingt in Google Ads dann nachher, im besten Fall auch mit Analytics oder anderen Tools dann nachher, um zu gucken, was passiert eigentlich auf meiner Seite. Und da will ich jetzt einmal schon mal eine Sache anreißen, die viele von euch haben, ein Problem, was viele von euch haben, die einen Booking-Channel bzw. eine Booking-Engine auf der Seite haben, ist völlig egal, welche das ist. Die meisten, die uns hier präsentiert werden, haben immer irgendwie das Problem der Auswertbarkeit einer Buchung. Das ist für mich unverständlich und eigentlich auch etwas, was nicht nur zeitgemäß ist, sondern eigentlich vom Markt verschwinden müsste. Und zwar deswegen, weil es einfach dafür keinen Kunden aus Sicht des Tourismus geben darf, weil die letztendlich ein großes Interesse daran haben sollten, zu verstehen, warum jemand letztendlich bei denen gebucht hat. Heißt, natürlich sehen wir, wer bucht. Natürlich sehen wir damit auch statistisch, wann, wer, wie, wo gebucht hat. Aber interessant wird es doch jetzt, dass wir vorne eine Anzeige schalten und sagen, hey, komm in unser Hotel in wo auch immer. Der kommt auf unsere Seite und sagt so, Mensch, das ist eine tolle Idee. Ob nun jetzt sofort oder eben auch über ein paar Tage später, Cookie getrackt, wird er immer noch erkannt, sofern zugelassen. Und dann geht er in die Engine, bucht etwas und wir könnten normalerweise, wäre das etwas auf der Webseite, könnten wir dann tracken und sagen so, guck mal, die Anzeige ist dafür verantwortlich gewesen. Und deswegen ist die toll. Und die anderen sind nicht so gut. Das will ich ja wissen. Ansonsten bin ich ja im Blindflug unterwegs. Und das ist etwas, wo wir immer wieder aufs Neue dann merken, das funktioniert nicht so, wie wir das gerne hätten und wie wir das eigentlich als normal empfinden und beißen uns da auch die Zähne aus regelmäßig. Und selbst die, die das machen, sind manchmal, ich sage jetzt mal, auch noch nicht da, wo sie eigentlich hingehören oder läuft es nicht technisch nicht so richtig. Und wie gesagt, es gibt auch einige Engines, da geht es per se gar nicht. Und das ist eigentlich ein No-Go, muss man ganz klar sagen. Einfach, also insbesondere dann, wenn ich letztendlich dann vorne Kampagnen schalte. Weil nochmal, die Möglichkeit der Auswertung ist gegeben und die sollte auch genutzt werden, weil wir sonst nachher eben einfach im Blindflug unterwegs sind. So, genug gesammelt. Das ist erstmal das, was wir hier haben. Und ich hoffe, im besten Falle kann hier jetzt jeder auch dann dort das sehen, was ich jetzt hier sehe. Müsste funktionieren, kriege ein zustimmendes Nick. Wunderbar. So, also ich bin jetzt hier unterwegs und habe jetzt hier die Möglichkeit, und wir werden es uns gleich mal angucken, mit euch gemeinsam eine Kampagne anzulegen. Ich habe hier eine Testkampagne für die BTSH frei nach Jean Pütz. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Die ein oder andere mag es kennen. Wir haben eben gerade festgestellt, ja, eine kannte es ja noch nicht. Und das heißt, da können wir noch reingucken, weil das ist, wie ich das vorhin schon sagte, tatsächlich etwas sehr Umfassendes. Deswegen rede ich auch nochmal besonders schnell, damit wir das alles mitbekommen. Will aber einfach auch ein Verständnis dafür schaffen, tatsächlich, was wir jetzt machen können. So, also, wir gucken da nachher später rein, wenn wir eben das eine oder andere nicht schaffen bzw. sehen können. Und ich gehe jetzt einfach mal so durch, wie ich jetzt hier eine Kampagne anlegen würde. Das läuft eigentlich relativ simpel. Man muss dazu sagen, Google hat mittlerweile sich mehr und mehr zum Ziel gesetzt, intelligent weiterzudenken, mitzudenken und viel Arbeit abnehmen zu wollen. Ich sage jetzt mal so ein bisschen theoretisch. Praktisch ist es so, dass wir das auch, soweit Google das auch empfiehlt und auch verlangt, das ist mittlerweile ziemlich aggressiv geworden. Das heißt, Google sagt, nutze mich genauso, wie ich genutzt werden möchte. Ansonsten ist dein Qualitätsfaktor schon mal per se schlecht. Und der Qualitätsfaktor entscheidet nachher darüber, was wir bezahlen müssen, um auf bestimmte Plätze zu kommen. Und das ist manchmal ein bisschen paradox, weil man dann so Dinge macht, wo man sagt, so, also normalerweise entspricht das jetzt nicht unbedingt guten Qualitätsstandards, aber wir machen das jetzt mal, weil du das möchtest. Hat auch damit zu tun, dass man es vielen noch einfacher machen möchte, grundsätzlich einfacher machen möchte, hier zu starten. Aber gleichzeitig und wie früher auch schon, es ist und bleibt ein komplexes, großes, kein Hexenwerk aber und auch keine Raketentechnik, aber es ist komplex und groß. Kleine Budgets, einfach ausprobieren, gar kein Problem. Größere Budgets, passt bitte auf, das ist jetzt kein Werben und Phishing for Compliments für eine Agentur, aber passt dann nachher auf, dass es jetzt letztendlich auch jemanden gibt, der da regelmäßig reinguckt, ja, der sich damit beschäftigt, der eine Idee davon entwickelt, der jetzt diese Schulung hier vielleicht mitgemacht hat und sagt so, oh, ich habe zumindest mal grob eine Idee
und danach ja auch weiß, wie das aufbaut. Ansonsten ist das ein herausgeschmissenes Geld. Ihr verbrennt da Geld. Nicht ohne Grund gibt es von nicht wenigen auch so den Eindruck, wenn ich dann meine Seminare sonst so halte, gibt es auch so eine Folie, die heißt mit Vorurteilen aufräumen und dann heißt es so von wegen, auf Google Ads klickt ja keiner. Naja gut, Google ist eines der, ich sag mal, umsatzstärksten und reichsten Unternehmen dieser Welt, macht seinen Hauptumsatz mitunter eben auch mit diesen Anzeigen. Also irgendeiner klickt darauf schon. Die Idee, die allerdings kommt, und deswegen ist auch wichtig, dass ich erkläre, die Idee, die aber dazu führt, dass man eben auch sagt, so ja, das ist aber, ich klicke da selbst nicht drauf, weil das sind schlechte Anzeigen. Das ist genau das Problem, mit dem Google jetzt hier immer wieder zu kämpfen hat, nämlich Anzeigen von Nutzern bzw. von Unternehmen dort zuzulassen oder zulassen zu müssen, die einfach schlecht sind, die einfach in der Betextung schlecht sind, die etwas versprechen oder eben auch suggerieren, was es gar nicht gibt und damit nachher eben auch in der Gesamtansicht, nenne ich das jetzt mal, leidet. Und unsere Aufgabe soll es sein, genau das nicht zu unterstützen, genau dagegen zu arbeiten und natürlich auch kein Geld zu verbrennen. Deswegen machen wir das ordentlich. So, also, wir wollen eine neue Kampagne anlegen. Ich habe jetzt hier also, machen wir es ordentlich, wollen wir ja nicht gleich am Anfang hier jemanden verlieren, aufs Plus gedrückt. Ich erzähle das jetzt immer mal wieder nebenbei, weil ich nicht genau weiß, wie schnell das bei euch jetzt über den Äther dann auch ankommt. Deswegen sabbel ich dann auch genau das, wie so bei einem Fußballspiel im Radio quasi, was hier gerade passiert und klicke jetzt hier auf neue Kampagne. Das sind jetzt die einzelnen Möglichkeiten, die man so als Zielvorhaben jetzt auswählen kann. Man kann mit der Maus rüberfahren und sieht danach ja letztendlich auch, was es für Möglichkeiten gibt. In Ruhe mal machen. Für die einen oder anderen macht das gar keinen Sinn, weil es hier auch um Produkte geht oder auch um App-Werbung geht. Es sei denn, ihr habt eine App, natürlich, dann macht das Sinn. Aber grundsätzlich ist das etwas, wir gehen jetzt hier auf die Zugriffe auf die Webseite, die wir haben wollen, weil wir zum Beispiel eben auch bei den Leads, wo man normalerweise sagen würde, du, es geht um den Verkauf oder die, was auch immer, dann Kontakt, wie ich das vorhin schon sagte, eben Auswertungsprobleme mit dem einen oder anderen Booking-Tool haben, insofern uns darauf nicht verlassen können. Wir nehmen also Zugriffe auf die Webseite, kriegen da unten dann auch gleich die Ansage im Sinne von, hey, was willst du eigentlich machen? Willst du jetzt normal in der Google-Suche angezeigt werden? Willst du im Display-Netzwerk angezeigt werden? Und da sind wir jetzt, kurz nochmal ein Exkurs, genau in dem Bereich unterwegs, um den es geht, von dem ich vorhin sprach. Das heißt, das Netzwerk, was um Google herum angeschlossen ist, wir reden von mehreren Millionen, 100 Millionen Seiten, die nachher darauf aufrufbar sind, wo dann letztendlich nachher meine Anzeige mit ausgestreut werden kann, und zwar ohne, dass da jemand was gesucht hat. Da wären wir also theoretisch schon ein bisschen im Push-Bereich unterwegs. Anzeige kommt, thematisch passend. Aber es ist so, stellt euch Folgendes vor jetzt bitte. In der Sekunde, wo wir uns auf jemanden einschießen, nochmal, wir sind ja an dem Punkt, wo wir davon ausgehen, im Pull-Bereich, wir wollen auf eine Frage reagieren. Wir wollen uns in die Lage unserer Gäste versetzen und sagen so, Mensch, da wenn jetzt einer das und das sucht, möchten wir darauf reagieren und wollen ihm genau den richtigen Text dafür dann eben auch dann zeigen und wollen ihm sagen, wir haben genau die Lösung für dich. Jetzt müssen wir umdenken und im schlimmsten Falle mit derselben Anzeige, die wir erstellt haben, mit denselben Anzeigentexten, müssen wir jetzt sagen so, ja, die können wir auch auf den Seiten ausspielen, wo es thematisch irgendwie so ein bisschen passt. So, das kann ja in der Sekunde nicht so wirklich hinhauen, meiner Meinung nach, weil die Ansprache eine andere ist. Ich komme auf der einen Seite auf Anforderung, als Ergebnis auf eine Suche, der Löser eines Problems, und auf der anderen Seite sage ich dann tatsächlich so, ach, du hast mich zwar nicht gefragt, aber ich sage dir trotzdem, was ich für ein toller Typ bin, für mein Hotel und Sonstiges, aber das eben auch in der Kampagne, in der ich gerade gedacht habe, und die passt eigentlich nur auch zu einer Anfrage, die jetzt bei dir jetzt nicht so aufkommt, die Frage, aber ich erzähle es dir trotzdem. Man merkt schon, das ist ein Streuverlust, der sich da eben ergibt, den man früher aber so mitgenommen hat, weil er auch günstig ist. Aber er bringt im Ende nichts. Also das ist einfach rausgeschmissenes Geld. Die Zahlen sind auch räudig dann nachher. Insofern, wenn wir das machen wollen, bitte extra Kampagne aufsetzen, die genau daran denkt, sagt so, hey, ich wollte dir nur mal sagen, ich bin ein cooles Hotel an der Ostseeküste. Last minute, wenn du willst, kommst vorbei. Andere Ansprache, durchaus denkbar. Mal so triggern, na, und muss ich kurz mal zwischenfunken und schnell mal springen gedanklich. Ich will jetzt mal versuchen, in dem, was wir jetzt hier machen, Corona ein wenig auszublenden, was jetzt, touché, ein wenig schwierig im touristischen Bereich ist, das weiß ich. Aber ich möchte jetzt auch nicht auf dieser Thematik rumreiten, die wir hoffentlich irgendwann demnächst nicht mehr berücksichtigen müssen. Wir können später gerne nochmal darauf Einfluss nehmen, beziehungsweise nochmal gucken, was wir unter diesem Aspekt anders machen sollten oder eben auch noch zusätzlich machen sollten. So richtig anders machen wir es nicht. Also, das heißt, in diesem Moment, wenn nochmal zurück zum Thema, ich möchte jemanden darauf hinweisen, sagen so, Mensch, ich habe hier Last-Minute-Angebote, komm mal vorbei. Dann kann ich, kleiner Ausblick in die Zukunft der nächsten Minuten, kann ich eine Kampagne aufsetzen, wo ich sage, du, ich will auch nur im Display-Netzwerk kommen. Ich möchte nur die Leute erreichen, die noch gar nicht wussten, dass sie jetzt in 2 Wochen zu mir fahren sollen. Und ich möchte letztendlich dann die Region mit meinem Hotel plus, ich sage jetzt mal, 150 Kilometer erreichen und die möchte ich jetzt triggern und deswegen mache ich genau an der Stelle eine Display-Werbung draus. Dann passt das. Dann habe ich genau den Punkt, wo ich sage, ich komme zu Leuten, die noch gar nicht wussten, dass sie zu mir kommen. Ich habe die richtige Anzeige dazu getextet und sage dem Mensch, mal Lust irgendwie rauszukommen. Da kann ich auch eine Frageform verwenden. Das würde ich ja sonst nicht machen.
Na, wenn jetzt jemand sagt, Last Minute Ostsee, dann komme ich ja nicht mit der Frage, ach, Sie wollen eine Last Minute Ostsee-Reise machen? Ja, da sind wir zufällig die Richtigen, sondern da gehe ich ja im besten Falle gleich schon direkt auf den Punkt. Also, insofern hoffe ich, dass ich das richtig dargestellt und verständlich dargestellt habe, das zu differenzieren. Wir gehen hier lange Rede, kurzer Sinn dann auch auf Suchen und klickern uns jetzt entsprechend weiter. So, hier unten ist es jetzt so, dass wir das eintragen, was wir nachher verlinken wollen. Ich habe jetzt einfach mal nur so eine einfache Domain jetzt hierher genommen, die jetzt kurz geprüft wird, ob das auch passt. Da kommt eure Domain rein, die nachher beworben werden möchte. Das ist auch deswegen wichtig in dem Moment. Deswegen werden wir jetzt hier auch so ein, zwei kleine Problemchen gleich bekommen. Der prüft nachher auch die Seite und sagt so, hey, aufgrund deiner Seite empfehle ich dir das und das und das. Ist aber auch ganz gut, weil die Empfehlungen manchmal hoch sind. So, das heißt, Zielvorhaben eingegeben. Das haben wir soweit. Er sagt mir, Mensch, da wäre noch was. Du hast doch gestern hier angefangen, was zu machen. Ja, das wollte ich nur mal testen, dass es geht. Schmeißen wir es weg. Wir fangen von vorne an. Sudle, wir kommen jetzt gleich zu der ersten Anzeigengruppe. Er rutscht jetzt hier ein bisschen runter, da muss man ein bisschen nach oben scrollen. Vielleicht eine ganz kurze Geschichte nebendran. Das Ganze wird ja auf Video aufgenommen. Das kann sich später auch nochmal jemand angucken, zumindest will ich das annehmen. Vielleicht macht sich der eine oder andere auch Notizen und folgt dem Ganzen und geht dann so in 3 Wochen wieder rein vielleicht oder auch in 6 Wochen hier rein und sagt so, jetzt will ich das mal machen. Es kann sein, dass es ganz anders aussieht bis dahin. Also ich habe es immer schon mal erlebt, tatsächlich vorbereitet, Hotel, Tag vorm Seminar, extra nochmal reingeguckt, dass alles stimmt, die letzten Folien vielleicht nochmal angepasst, auf den aktuellen Stand gebracht, nächsten Tag in die Schulung gegangen, gesagt, Mensch, da müsst ihr links oben klicken und die Hälfte der Teilnehmer sagt, ich habe keinen Links, gibt es nicht, ist nicht da. Da ist also letztendlich, ob nun in der Nacht oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß zumindest, dass auch unterschiedliche Auslieferungszustände bei diesem System dann herrschen kann und einfach ein Knopf von heute auf morgen verschwindet. Nicht verzagen, ihr seid nicht doof, ihr habt es nicht vergessen, das liegt nicht an euch. Es ist einfach so, es hat sich geändert. Also insofern bitte dort in der Richtung einfach weitersuchen. Die Hilfe bemühen, die kann ich sehr ans Herz legen, die ist von Google wirklich gut. Einfach sich mit auseinandersetzen, durchgucken und im Zweifel sonst jemanden fragen, der das taktisch macht. Kampagnenname. So, wir sind jetzt dabei. Kampagne als solches ist ein Name, ist eine Idee, die in sich gefasst letztendlich so einen Anfang und in der Regel auch einen Endzeitpunkt hat, was ich thematisch greifen kann. Frühlingserwachen, Sommer, Hochsommer, ich weiß nicht was, sowas in der Richtung oder Jahresabschluss. Ne, das könnten so etwas sein, wo man sagt, Mensch, da weiß ich thematisch, greife ich das jetzt? Ich werde das gleich zwar in Anzeigengruppen gliedern noch und unterschiedliche thematische Schwerpunkte noch damit klar machen, dass ich sage, ich habe zwar jetzt die Kampagne Frühjahrserwachen, aber ich möchte eben einmal die mit Hund ansprechen, die mit Kind ansprechen, Businessgäste doch noch ansprechen oder was auch immer. Aber grundsätzlich packe ich das in einen Container, wenn ich so will, dann ein, der zeitlich gesteuert sein kann, der regional ausgesteuert werden kann. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich, das sind Hauptargumente dafür, auch Kampagnen aufzubauen, die dann letztendlich nachher differenzierbar sind. Kommen wir gleich noch zu. Ich kann Budgets letztendlich dann einzeln dort vergeben, wenn ich das möchte. Das mache ich auf Kampagnenebene. Das heißt, dem kann ich dann so ein Universum geben, in dem ich mich dann weiter bediene. Das muss man mal strukturell einmal verstanden haben, damit man weiß, wie man von Kampagne auf Anzeigengruppe Anzeigen und Keywords nachher dann kommt, damit man diese Baumstruktur einmal verstanden hat. Wird man mit ein bisschen Doing allerdings nachher auch dann hinbekommen. So, ich nenne das jetzt mal unser Test, ganz einfach und ganz schnell. Das heißt, dass wir das jetzt hier mal eingeben. Ihr benutzt selbstverständlich einen Namen, der, wie gesagt, jetzt eben auch dann etwas verständlicher ist. Gerade wenn ihr mit mehreren Kampagnen arbeitet, gerade wenn ihr dann nachher letztendlich auch dann etwas aufbaut, sollte es eindeutig sein, damit man versteht, um was es geht. Ich nehme jetzt hier aufgrund meiner Erklärung das Display-Netzwerk raus. Möchte ich nicht, es sei dann, das würde ich nur machen, wenn ich eben wirklich auch eine Display-Kampagne für mich nur einsetze und dort die Anzeigen auch entsprechend schreibe, aus den vorhin besagten Gründen. Wir gehen jetzt hier nochmal auf weitere Einstellungen. Also alles das, was da sich so ein bisschen versteckt, durchaus auch mal eingucken, rangucken und wenigstens einmal wahrnehmen, auch wenn ihr das am Anfang vielleicht noch nicht richtig einstellt. Wir haben jetzt hier ein Startdatum, das wäre theoretisch heute. Enddatum ist nicht festgelegt, läuft also bis ins Nirvana, bis wir irgendwann Stopp sagen. Wir können jetzt hier noch mit Optionen arbeiten, damit man das mal ein bisschen geguckt hat. Das sind so Tracking-Geschichten, wo ich noch was übergeben kann, mache ich schnell wieder zu, weil das ist so quasi Schritt 2 oder 3. Dynamische Anzeigen, das sind auch Sachen, da ist automatisch eingestellt und sonstiges. Also das ist etwas, wo ich jetzt im Moment sage, erstmal so lassen, nicht großartig reingucken. Und bei dem Werbezeitenplaner, da kann man so ein bisschen überlegen später einmal, zumindest solltet ihr das einmal jetzt gehört haben. Es gibt die Möglichkeit, dass man Uhrzeiten bestimmt, in denen diese Kampagne nachher ausgestrahlt werden soll. Das macht immer dann Sinn, wenn ich es verstanden habe, dass meine Zielgruppe zu einer bestimmten Uhrzeit vielleicht eher buchungswillig ist als zu einer anderen Uhrzeit. Das heißt, wenn ich da nachher ein Gespür dafür bekommen habe, durch Analyse, durch Kommunikation, durch Wissen, durch was auch immer, Eingebung im Zweifel, kann ich wirklich damit spielen, dass ich sage, weißt du, es gibt so Zeiten, da sind die Gucker unterwegs, die wollen noch ein bisschen schauen, ein bisschen weiß ich nicht was und schnell mal ein bisschen was machen. Und
die eigentlich dann auch gerade so für Last Minute vielleicht auch empfänglich sind, die sind eigentlich eher in, weiß ich nicht wann, zu erreichen, wenn sie ein bisschen mehr Ruhe haben, wenn sie sich in dem Moment auch wirklich damit auseinandersetzen können. Beispiel, vielleicht ist so ein Last-Minute-Booker am Abend in der Woche schwieriger, wirklich dann hinterm Ofen vorzulocken, gerade am Anfang der Woche, als dann vielleicht zum Wochenende hin, wo man sagt, so Mensch, jetzt merke ich gerade irgendwie, ich könnte mal irgendwie raus aus dieser ganzen Geschichte hier und ich möchte jetzt mal wenigstens nächste Woche dann los. Ich merke, dass das Wochenende wäre jetzt eigentlich mal was für mich. Und wenn dem so ist und ich dann auch wirklich darauf vertrauen darf, dass vielleicht gleich die Buchung stattfindet, dann würde ich hier einen Zeitplaner einsetzen und den dann entsprechend so einstellen, dass er eben auch erst am Wochenende zum Beispiel läuft. Ausrichtung und Zielgruppen. Für die, die schon mal mit dabei gewesen sind, verstehen folgende Geschichte. Und zwar, wir sind ein Hotel, Ostsee, Nordsee, irgendwo, völlig egal. Wir gehen aber an die See, damit es ein bisschen praktischer wird, das Ganze, weil da haben wir ja bekanntlich die bessere Luft. So, nun haben wir uns dann auch die Mühe gemacht und wissen sehr viel über unsere Gäste und fragen die auch immer ganz artig, wo die herkommen, beziehungsweise sehen das auch in den Gästeunterlagen, haben uns mal eine Landkarte hergenommen, haben mal über die Stecknadel reingehauen und haben gemerkt, so Mensch, aus dem Pott kommen relativ viele und die Bajuwaren kommen zu uns. So, nun haben wir uns mal 3, 5 davon geschnappt und gesagt, so, herkommen. Ihr sagt mir jetzt mal, warum kommt ihr eigentlich zu uns? Und zwar nicht nur zu uns, sondern warum kommt ihr eigentlich hier so zu uns in die Region? Und nun sagt Annahme, der aus dem Pott, in der Regel dann, Mensch, du weißt, weil die Luft hier einfach so toll ist, bei uns ist sie ein bisschen stickig. Okay, merke ich mir. Die Bajuwaren frage ich und sage so, warum kommt ihr denn eigentlich? Und die sagen, Achtung, Annahme, habe ich schon mal Haue für bekommen, als ich das vor Ort in München gesagt habe. Wir nehmen jetzt mal an, der Bajuware kann seine Berge nicht mehr sehen und er möchte das platte Land sehen und er möchte einfach auf die See gucken oder was auch immer. Das sind zwei Dinge, die mir unheimlich weiterhelfen, weil ich, Annahme, jetzt eine große Gruppe von Menschen ansprechen kann, die vielleicht ähnlich ticken oder die vielleicht in Summe immer so ticken. Annahme. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich kann halt, und genau das an diesem Ort oder an diesem Punkt stehen wir jetzt gerade, wir können uns letztendlich jetzt Standorte für diese Kampagne raussuchen, wo wir auch letztendlich nur ausgeliefert werden wollen, was zu einem, ich sage jetzt mal, zu einem prozentualen Anteil von, ich sage jetzt mal 80-90% in wenigsten Fällen eigentlich danach ja auch tatsächlich auch funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt hier den Bajuwaren erreichen und kann sagen, du, pass mal auf, für dich mache ich jetzt eine Kampagne fertig und werde jetzt letztendlich mal danach ja diese Anzeige aussteuern, die mir schon im Kopf ist und wo ich dich darauf hinweisen werde, dass es bei mir keine Berge gibt. Und den aus dem Pott, dem sage ich dann nachher auch, du weißt so, willst mal wieder frische Luft dann irgendwie schnappen, dann kommst du mal zu uns. Und das kann ich letztendlich dann hier festlegen, indem ich dann einfach sage, okay, wir machen jetzt mal hier in diesem Falle einfach mal Bayern und nehmen das Bundesland letztendlich dann als Ziel und kann auch schon sehen, was für eine Reichweite da haben. Das heißt, wir hatten jetzt das Bundesland, dann Bayern als solches reingenommen. Das kann man noch verfeinern, das kann man noch erweitern. Man kann auch Baden-Württemberg dazu nehmen oder was auch immer. Ich kann mich auch nur auf Städte einschießen. Ich kann alles Mögliche machen. Und jeder, der sich von euch damit mal auseinandersetzt und überlegt, Mensch, was habe ich für Gäste und aus welcher Ecke kommen die? Und bin ich jetzt, wenn ich ein Messehotel bin und weiß, es gibt aus einer bestimmten Region, Baden-Württemberg ist zum Beispiel eine Medizinhochburg, und wenn ich weiß, da kommen relativ viele dann aus dieser Richtung her und möchte letztendlich dann die mal adressieren für ihren nächsten Messebesuch jetzt schon mal darauf aufmerksam machen, vielleicht auch über eine Display-Kampagne, wo ich eben unaufgefordert komme oder so etwas, kann ich damit nachher eben auch dann arbeiten. Ja, also das sind so Dinge, wo ich dann einfach sagen kann, ich kann eben auch dann darauf reagieren und ein anderes, und das ist jetzt das Entscheidende, ein anderes Wording benutzen, wenn ich jetzt die Anzeigen nachher schalte. Nicht unbedingt die Suchbegriffe dann anders schalten, weil ich jetzt, nehmen wir mal Lübeck meinetwegen, Hotel Lübeck mag ja für jeden irgendwie relevant sein. Nur der Grund, warum er jetzt ausgerechnet sich Lübeck oder die Ostsee ausgesucht hat, nehmen wir mal Hotel Ostsee jetzt mal ganz weitreichend, ist eben wahrscheinlich ein anderer. Das heißt, die Ideen sind ein anderer und auch, ich kann auch letztendlich mit der Entfernung anders arbeiten und weiß auch, dass es vielleicht bei dem einen realistischer ist, dass er sich auf die Socken macht für kurzfristigere Termine, klar. Während auf der anderen Seite jetzt jemand aus München nicht unbedingt sagt, so, ach, weißt du, Freitag nach der Arbeit fahre ich mal los und fahre mal an die Ostsee und mache mal einen schönen Urlaub. Das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt allerdings bis Niedersachsen runtergehe mit einer, weiß ich nicht, Umkreis von x 100 Kilometer, kann man schon sagen, so, ah, da kann schon passieren. Und das ist die Chance, die wir hier haben. Sprachen als solches. Deutsch-Englisch wird jetzt hier gerade vorgeschlagen, je nachdem, was wir so vorhaben. Das heißt, es ist auch dann zu lesen, was ihr da machen könnt. Guckt auch ganz kurz drauf. Nehmt euch unbedingt bitte die Zeit, das in Ruhe zu machen, durchzugucken. Ihr werdet an den meisten Stellen gut an die Hand genommen. Auch wenn es nachher die kniffligen Jobs noch zwischendrin gibt und nach hinten raus das einfach nötig ist, sich noch intensiv damit zu beschäftigen. Aber auf dem Weg dahin kann man schon das eine oder andere dann machen. Wir nehmen jetzt hier mal Englisch raus, weil das letztendlich dann nachher am Ende des Tages auch erstmal nicht bei uns vorkommen will. Zielgruppen als solches, nur damit man es gesehen hat, lassen wir jetzt raus. Und zwar deswegen, weil ich in den meisten Fällen davon ausgehe, dass eine Zielgruppe erst einmal so nicht gewählt werden sollte. Was heißt das? Ich kann hier zum Beispiel die Zielgruppe derer erreichen, die Deutschlandreisen vorhaben, gemacht haben und sich dafür interessieren. Klingt schon mal toll.
Aber warum soll ich die jetzt einschließen, wenn ich eigentlich sowieso im Poolbereich unterwegs bin und sage, ich reagiere ja auch nur auf die, die jetzt irgendetwas mit einer Ostsee-Hotel-Ostseesuche irgendwie dann wahrscheinlich dann lostreten werden? Das heißt, wenn ich den Suchbegriff oder die Phrase nachher Hotel Ostsee buchen oder sonstiges dann hernehme, dann muss ich ja sowieso schon mal per se annehmen, dass der jetzt durchaus bereit ist, in Deutschland Urlaub zu machen. Das ist ja eine Grundvoraussetzung für seine Suche. Anders wird es, wenn ich sage, ich habe einen Suchbegriff, der jetzt noch nicht unbedingt die Buchungswilligkeit oder das Ansinnen eines Buchenden denn jetzt hier dann dort darstellen wollen würde. Da wird es aber schon ein bisschen tricky. Interessant wird es allerdings, wenn man nachher Folgendes macht und sagt, wir sind wieder in der Display-Push-Kampagne, wo man sagt, ich möchte Anzeigen schalten für deutschlandreisenwillige Personen und möchte die eben nochmal auf das bringen, was ich vorhin schon sagte, nämlich so etwas wie einen Kurzurlaub irgendwie bei uns an der Ostsee. Bis dahin würde ich hier empfehlen wollen, diese Ausrichtung der Zielgruppen zu ignorieren. Budget. Wir wollen einen Durchschnitt pro Tag angeben. Wir müssen einen Durchschnitt pro Tag an dieser Stelle eingeben, sodass wir das jetzt einfach mal runter und hochrechnen. Wir werden häufig gefragt, was sollen wir dann für ein Budget klar machen? Größenordnung. Ich sage dann in der Sekunde immer, nutzt bitte irgendwie wenigstens 10 Euro pro Tag. 300 Euro im Monat müssen es schon Minimum sein. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, also so was ich 500 Euro im Monat im Google Ads-Bereich sollten schon so das Minimum sein. Warum? Klicks sind zunehmend teurer. Wir reden davon, dass wir 50 Cent im Durchschnitt, also ich sage jetzt mal im besten Fall erreichen wollen. Richtig geile Kampagnen auf gut Deutsch liegen da drunter, wo man sagt, weißt du, super Klickergebnisse, trotzdem super Zahlen auch im Klickbereich, also keine Kosten angeht. Wir haben jetzt gerade touristische Geschichten hier für den Lübecker Raum hier zusammengebastelt, wo wir, glaube ich, auf einen knapp bei 20 Cent gewesen sind für richtig fette Keywords, qualitativ hochwertig. Also das haben wir selber einmal feiern dürfen, das ganze Ding. Das ist natürlich genial. Da hast du für den Euro nachher um die 5 Klicks, die du auf deine Seite ziehen kannst. Das ist natürlich mega. Das heißt dann nachher, dass ich nachher hochmultipliziert auch schon mit 300 Euro relativ viel machen kann. Aber wenn ich nachher auf Klickkosten und sonstiges von 50 Cent bis hin zu einem Euro kommen könnte, ist es eine einfache Milchmädchenrechnung, dass ich mit 100, 200 Euro im Monat relativ wenig anstellen kann, zumindest wenn ich die Masse brauche für die Buchung und ich dann nachher eben ein bisschen mehr brauche. Also das heißt, da ein bisschen gucken. Ich sage jetzt einfach mal, da, um der lieben Frieden Ruhe, dann nachher 10 Euro, dass wir das dann der Sekunde haben. So. Wir haben jetzt hier, eigentlich wollen wir auf Klicks gehen, das habe ich jetzt gestern so mal ein bisschen rumgespielt. Also, wir haben jetzt hier in diesem Moment darunter jetzt die Gebote, worauf wollen wir den Schwerpunkt legen? Klicks in diesem Falle, das ist zumindest erstmal das grundsätzliche Ansinnen. Auch wieder, weil wir jetzt derzeit erst einmal noch nicht die Konversion direkt messen können. Insbesondere auch dann, wenn sie telefonisch dann passiert. Es gibt das Telefontracking über Google, was das mitmessen würde. Allerdings ist das eine Sache, von der wir immer so ein bisschen oder mit der wir immer ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtig agieren. Weil es dann eben manchmal auch nicht die Möglichkeit gibt, das wirklich zu 100% genau zu tracken und es einfach Fehleranfälligkeiten gibt, Missverständlichkeiten gibt und so weiter und so fort. Das ist überraschenderweise noch nicht so ausgegoren, wie es vielleicht sein könnte. Wer sich damit beschäftigt, weiß aber auch warum. Das ist also auch nicht so wirklich einfach und fällt vom Baum. Aber auch hier an den Stellen, hier kann man oben nochmal an diesem Beispiel nachher sehen, was kannst du nachher, wenn Messwert wählen, weitere Informationen. Ich sagte es ja schon, um sich daran zu pirschen und die Grundinformationen zu bekommen, ist die Google-Suche wirklich gut. Auch hier bitte die weiteren Einstellungen nicht übersehen, zumindest um da mal reinzugucken, um Gefühle zu bekommen, was geht dann noch und was passiert. Wir lassen beides zwar so stehen, aber grundsätzlich ist das eben etwas, was wir hier an dieser Stelle erst einmal so dann auch sehen sollten, nämlich zum Beispiel diese Anzeigenrotation. Wir werden nachher Anzeigen anlegen jetzt gleich, die nachher in der Rotation von Google laufen grundsätzlich und die leistungsstärksten Anzeigen werden dann nachher aber bevorzugt. Was heißt das? Google sagt, Mensch, 3 Anzeigen im Durchschnitt solltest du pro Anzeigengruppe haben, das ist schon mal deren Ansage. Und dann möchte ich, dass du nachher, sagt Google von sich, ich möchte, dass du da gar nicht mehr großartig was machst, sondern ich möchte, dass du die leistungsstärksten von mir favorisieren lässt, weil ich habe festgestellt, dass die am besten laufen für dich. Also Attacke. Und das macht natürlich auch Sinn. Also was sollten wir dagegen haben, wenn Google für uns herausfindet, dass eine Anzeige, die wir gebaut haben, besser ist in Konkurrenz zu den anderen 2, 3 oder so etwas? Soll die das doch machen? Besser geht es ja gar nicht. Manchmal mag es aber auch sein, dass man sagt, nee, 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 ich will auch schon letztendlich für mich eine Messbarkeit dorthin setzen, weil dieses Robotermessen und daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen, bringt mir nichts, weil ich eben auch zum Beispiel andere Konversionstracking-Methoden noch habe, die ich irgendwie selbst für mich erfassen muss, die Google gar nicht kennt. Weil Google kann natürlich nur Entscheidungen treffen auf Basis der statistischen Daten, die diese Maschine auch erheben kann. Und wenn wir da nicht dabei sind mit unseren Daten, Telefon, Fax hätte ich fast noch sagen wollen oder eben auch andere Booking-Engine-Direktverbindungen letztendlich, dann kriegen wir das natürlich dann nachher nicht mit in diesem Auswertungsbereich und haben auch keine Chance, dass Google für uns dann auch die Entscheidung trifft, welche Anzeige jetzt die beste ist. Also manchmal wünscht man sich eben auch, dass das eben nicht bevorzugt wird. So, das kann man dann da einstellen. Die Anzeigenerweiterung unten, die überspringen wir an dieser Stelle,
weil das Wichtigere sind die Anzeigen selbst. Aber die Anzeigenerweiterungen sind, für die, die letztes Mal dabei gewesen sind, wissen das, verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, was hier sehen kann, die Sitelink-Erweiterung. Sitelink-Erweiterung sind all die Links, die ihr sicherlich auch schon mal gesehen habt, wenn ihr bei Google was gesucht habt, kommt ein Google-Ergebnis im Ads-Bereich als Werbung gekennzeichnet und darunter kommen dann nochmal 2 oder 3 bzw. 4 Links, die dann nochmal extra ausgewiesen werden, wo man dann auch nochmal raufklicken kann. Also die Anzeige wird damit ein bisschen größer. Hat die Idee, dass man sagt, du, das eine ist die Hauptanzeige, beziehungsweise die Anzeige, die in der Regel auf die Startseite dann abwirft, wenn das kampagnentechnisch passt. Und die anderen, da kann ich dann eben schon darauf hinweisen, dass ich so etwas wie Arrangements habe, wenn man so etwas noch anbietet, oder eine Preisübersicht oder Topgründe, warum unser Hotel das bessere ist als die anderen, whatever. Das wünsche ich mir selbst und baue das dann auf. Achtung, Sitelinks sind nur Wünsche von uns an Google, Vorgaben an Google, dass wir etwas hätten. Google entscheidet selbst und immer frei, ob diese Sachen angezeigt werden. Verlasst euch also bitte nicht drauf, baut euer ganzes Konstrukt nicht so auf, dass ihr sagt, es funktioniert nur, wenn ich die Sitelinks auch habe. Ihr habt keinen Garant. Zusatzinformationen, Anruferweiterung, man hat das für die, die schon ein bisschen geluschert haben, geguckt haben, denke ich, soweit verstanden oder jetzt schon mal so eine Idee davon, was da kommt. Anruferweiterung ist klassisch einfach das, was man darunter sich auch schon vorstellen mag. Da kommt eine Telefonnummer. Ja, das heißt, da wird eine Telefonnummer gezeigt und sagt, Mensch, ruf mich an, buch jetzt hier. Ohne, dass es jetzt in dieser Sekunde getrackt werden müsste. Das ist eine extra Geschichte. Aber das ist eine Möglichkeit, die es denn hier gibt. Das machen wir jetzt einmal an dieser Stelle nicht. Aber wo wir das hier gerade mal lesen, die Klickrate kann um bis zu 15% steigen, wenn Anzeigen zusätzliche Informationen erhalten. Und das kann ich nur bestätigen. Wir merken alleine schon durch die Präsenz eine Anzeige, die immer größer werden kann. Ich habe nachher noch mal ein Beispiel in dem letzten Slides, die ich euch zeigen möchte, wie so eine Anzeige so vollumfänglich aussehen könnte. Das ist, nennt sich Cloaking, nachher Zustopfen nachher auch. Das heißt, wir machen uns so breit, dass die anderen erst einmal später kommen müssen, wenn wir dann auch ganz oben dann stehen, sodass man an uns eigentlich gar nicht erst vorbei kann. Ja, das ist eine Geschichte, die sicherlich auch nicht uninteressant ist. So, speichern und fortfahren. Wir kommen jetzt auf die Anzeigengruppen. Und Anzeigengruppen sind jetzt thematisch zu verstehen. Heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wen wir erreichen wollen. Ja, also wen haben wir jetzt draußen, den wir erreichen wollen? Wir haben jetzt so etwas, Beispiel. Urlaub mit Hund, Urlaub mit Kindern, Business, Tagung, Wellness, Kurzurlaub, Strand, Sightseeing. Das sind alles so Dinge, die letztendlich jetzt einmal thematisch gruppiert werden sollten im Vorwege, dass man sich überlegt, welche Gäste habe ich dann bei mir? Und jetzt Achtung und Bitte. Nicht dieses, wen hätte ich denn gerne bei mir, aber kommt trotzdem nicht, sondern wen habe ich bei mir und wer wird realistisch auch zu mir kommen können? Ich erlebe es immer wieder, dass dann doch in der Sekunde so ein bisschen nachvollziehbar, vielleicht auch neidisch auf die Kollegen geguckt wird und sagt, Mensch, da sind immer so ganz viele Businessgäste und keine Ahnung, oder Familie mit Kindern oder wie auch immer man das drehen möchte. Und sagt, will ich auch. Wenn ich allerdings jetzt nicht das typische Kinderhotel oder nicht das typische Businesshotel bin oder ich bin eigentlich das Familienhotel und sage so, Mensch, Businessgäste passen mir jetzt auch rein, dann mag das etwas sein, wo dann der Businessgast geneigt ist zu sagen so, das ist mir vielleicht ein bisschen laut mit den Kindern, das passt nicht. Wenn ich auf der Seite zeige, irgendwie, weiß ich nicht, erfahrungsgemäß ist das so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt so die etipetete Kundschaft anspreche, Klientel anspreche, dann mag das mal mehr, mal weniger Hunde attraktiv sein. Die einen, die dann irgendwie ihren Kleinen mit dabei haben und dass dann auch ein Hund dabei sein muss. Oder die anderen sagen so, ah nee, das muss hier alles irgendwie ruhig und irgendwie sauber sein und deswegen möchte ich auch nicht, dass hier Hunde kommen. Also das heißt, ich muss immer schon ganz genau gucken, wer bin ich. Bitte macht nicht den Fehler irgendwie zu sagen, so weißt du, das bin ich. Das kann ich. Jetzt mache ich noch ein bisschen Anzeigenbetextung, wie ich das gerade haben will und sonstiges. Und jetzt werde ich mal gucken, welche Zielgruppe da irgendwie anbeißt. Das funktioniert gerade im touristischen Bereich nur bedingt. Insbesondere dann, wenn ich so tue, als ob ich jemand wäre, der ich nicht bin. Warum geht das in die Hose? Bewertungen. Das war damals mein Diplomarbeitsthema und gerade im touristischen Bereich sehr interessant zu untersuchen, muss ich keinem von euch erzählen. Das geht schnell in die Hose, wenn ich irgendwie so tue, als ob ich diese Zielgruppe erreichen könnte, obwohl ich da vorne mit meinem Unternehmen gar nicht dazu passe. Deswegen drehen wir den Spieß bitte um und sagen so, wen wollen und können wir realistisch gesehen erreichen? Wie müssen wir dann unsere Texte, unsere Suchbegriffe und sonstiges suchen und finden und schreiben? Wie müssen wir eventuell unser Angebot sogar noch darauf anpassen, weil wir merken, dass unsere Zielgruppe, die wir echt gerne bei uns hätten und die wirklich super zu uns passen würde, eigentlich aussehen? Und kann es sein, dass wir unser Unternehmen sogar ein bisschen umstellen müssen? Wir machen das gerade für unser Unternehmen komplett genauso durch. Wir haben gemerkt, dass wir so, wie wir sind und wie wir sein können und wie wir unsere Kunden uns dann auch, wie soll ich sagen, finden können und wie uns unsere Kunden auch finden und uns mögen erfahren und kennen werden und kennen können, nicht mehr zu unserem Auftreten passt. Und wir sind im kompletten Redesign gerade unterwegs mit neuen Markennamen und so weiter und so fort, weil wir gemerkt haben, dass so, wie wir auftreten, nicht mehr das wirklich bieten können, was man von uns erwartet, beziehungsweise umgekehrt. Also, wir machen uns da den Kopf. Ich will einfach nur mal Urlaub mit Hund
mal rausnehmen. Für die unter euch, die Hunde haben, wissen, was das heißt. Die fangen sofort an, ich habe das mal mitgemacht, da machst du Urlaub ohne Hund und kannst machen, was du willst. Und irgendwann ist so etwas wie, oh, ja, jetzt hast du einen Vierbeiner, jetzt musst du ja umdenken, weil darf nicht mit rein, will nicht mit rein, Umfeld und so weiter und so fort. Machst du danach hier. Wir machen das jetzt hier ein bisschen plain und einfach und können jetzt allerdings mal ein bisschen auf dieser Schiene bleiben und gedanklich damit arbeiten. Das, was wir da unten machen, ist jetzt eine Vorschlagmöglichkeit von Google. Und Google sagt so, pass mal auf, lass mal, ich mache das mal für dich. Ich denke jetzt mal nach. Ich könnte jetzt die Seite mir jetzt gucken, angucken, die da drin steht, Hotel Timmendorfer Strand. Und dann gebe ich dir Tipps. Oder du gibst mir mal was vor. Und da sage ich auch, ja, sag mir doch mal, was mit Urlaub Hund ist. Ja, das gebe ich jetzt hier ein und sage Keywords abrufen. Und jetzt kommt Google und sagt so, Moment, ich gucke mir das mal an. Und kommen jetzt auch mit Tagesschätzung und Sonstiges, was da so geht. Man merkt schon, ne, durchschnittlicher CPC in der rechten Seite, das ist der Kost per Klick. Wir sollen also ungefähr 76 Cent pro Klick ausgeben. Das ist nicht wenig, da müssen wir aufpassen. Und 13 Klicks pro Tag, Milchmädchenrechnung, würden wir dann ungefähr dann auch erreichen. Auf einen Monat hochgerechnet kommen wir dann nachher eben auf die 400 Klicks, die wir dann haben. Klingt nach viel und wenig gleichermaßen, da muss man eben sich so ein bisschen ranpirschen und man merkt jetzt schon an diesem kleinen Beispiel, wie genial das ist, wenn ich aus den 76 Cent nachher vielleicht nur 65 Cent mache, weil sich dann sofort irgendwie auch etwas ergibt und ich damit nachher auch entsprechend mehr Klicks bekommen kann. Deswegen ist Optimieren, Auswerten, Optimieren ein absolut wichtiges Kriterium, damit umzugehen. Hier kommen jetzt letztendlich Vorschläge, die verwendet werden können. Würden wir jetzt nichts dran ändern, würden auch genau diese Keywords auch mit reinkommen, würden auch benutzt werden. In diesem Falle weitgehend passend. In der Regel, dass man das nachher hat. Das kann man unten noch mit der Erklärung auch sehen. Sage ich gleich noch was dazu. Und das sind jetzt diese Vorschläge. Ja? Interessant ist auch, dass man das nun mal gesehen hat, sehe ich jetzt hier gerade, Urlaub mit zwei Hunden. Ja? Da merkt man jetzt schon, wir kommen, wenn wir nachher irgendwas haben, wo man sagt, weißt du, irgendwie haben wir gemerkt, wir sind sogar für die gut, die dann auch zwei Hunde haben. I don't know why. Aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, einfach nur mal zu verstehen, dass es eben manchmal auch Punkte gibt, wenn man sagt, so, Moment, da könnte es ja noch eine extra Gruppe, kleine Gruppe geben, aber die ist ganz genau darauf angewiesen. Und jetzt stellt euch vor, ihr sucht ein Hotel an der Ostsee, Nordsee, sonst wo und sagt Hotel Ostsee mit zwei Hunden. Einfach so jetzt mal fiktiv angenommen, weil es einfach ein griffiges Beispiel ist. Und da kommt jemand auf der anderen Seite und sagt so, ich bin derjenige welche, der dir das bieten könnte. Ich habe hier tatsächlich die Möglichkeit und das sieht so und so aus. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was da der große Unterschied ist. Wahrscheinlich ist es Fläche, Möglichkeit oder einfach auch nur das gute Gefühl, mit zwei Hunden kommen zu dürfen und dann nachher auch nicht das Gefühl haben zu müssen, dass man da schräg angeguckt wird. Also, ein bisschen adaptieren bitte, ein bisschen weitreichender denken, umdenken, damit man jetzt auf diesem kleinen Beispiel nicht hängen bleibt. Aber damit ist es eben nachher auch möglich und ihr merkt schon, es wird kleinteilig, möglich nachher Zielgruppen einfach für sich zu clustern. Und das solltet ihr bitte unbedingt tun. Damit wird dann der Preis sinken pro Klick, weil wir immer letztendlich einfacher dort beziehungsweise granularer nachher arbeiten und dann uns auf eine Zielgruppe einschießen. Das heißt, der Preis kann günstiger werden. Aber selbst wenn er dort, ich sag mal, nicht günstiger wird oder vielleicht sogar teurer wird, weil wir uns noch was Spezielleres raussuchen oder was auch immer, haben wir aber die Zielgruppe auch mit einer Textansprache so genial vorgefertigt, dass es nachher eben auch möglich ist, die viel besser auch zu erreichen, als einfach nur so eine Gießkannenprinzipanzeige dann rauszuknallen, wo man sagt, so, ja, mit einem Hotel kannst du gerne kommen. Ob nur mit Familie, mit Hund, mit Kindern, mit weiß ich nicht was, ist völlig egal, kannst auch deine Tauben mitbringen. Wir haben alles. Bringt ja nichts. Ja, also zumindest in den meisten Fällen. So, man geht jetzt diese... Nico, dazu hätten wir noch eine kurze Frage. Bitte. Die ist im Chat aufgetaucht. Ja. Beim gleichen Keyword wäre der CPC 0,68 Euro und 15 Klicks pro Tag. Wie kann das sein? Also vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Nochmal? Habe ich noch nicht verstanden. Ich muss mal einen Taschenrechner werden. Ja? Guck mal, also es ist beim gleichen Keyword. Anscheinend ist das gleiche Keyword hier benutzt. Du hast jetzt Urlaub Hund hier angegeben. Ja. Okay. Aber bei dir stehen ja Kosten pro Tag 10 Euro und der durchschnittliche CPC ist hier 76 bei dir. Ja. Und bei der Dame hier, die das gefragt hat, ist es 68 mit 15 Klicks pro Tag, wie das sein kann. Also, dass es da Unterschiede gibt. Also, es ist so, dass das hier eine Hochrechnung ist, die letztendlich mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt, die im Hintergrund jetzt gerade gewählt wird und sich auch bereits schon auf mein Konto ein bisschen zurückzieht. Wir werden das gleich sehen. Wir werden nämlich gleich, weil wir in unserem Online-Werbung-Konto sind, werden wir lustige Anzeigen bekommen, die mit Tourismus überhaupt nichts zu tun haben. Dann hat so ein bisschen Region was damit zu tun, wo befinde ich mich gerade und so weiter und so fort. Also es gibt, ich sag mal kurz gefasst, viele, viele verschiedene Einflussfaktoren, genauso wie bei der Suche auch schon, die jetzt hier einen Ungefährwert errechnen und das ist eben auch ein Rechenwert. Der wird eben auch mit den ganzen Möglichkeiten, wir können das nachher auch ein Stück weit sehen, was dann nachher auch für Suchbegriffe angenommen werden, die jetzt gefunden worden sind, die zu uns passen mögen, da nachher dann reingekommen. Das heißt, ich will annehmen, dass auch schon die Suchbegriffe andere gewesen sind, zumindest im Detail und damit nachher die Prognose eine andere ist.
Na, das sind auch nur Prognosen letztendlich. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, ein Bauchgefühl. Deswegen ist es immer ganz gut, dass man sagt, habe ich verstanden, das ist ein Daumenwert. Aber da kannst du auch keinen drauf festnageln. Und das ist eigentlich auch die beste Erklärung dafür. Gut, wichtig ist jetzt hier, in der Hoffnung, das richtig verstanden zu haben, sonst nochmal bitte reinrufen und nochmal nachfassen. Wir wollen hier jeden abholen und mitnehmen. Unten, dass ihr das einmal ganz kurz gesehen habt, weil das der eine oder andere sicherlich auch schon mal gehört, gelesen und im besten Falle vernommen hat. Keywords können unterschiedlich eingebucht werden. Und zwar, und das ist jetzt wichtig, deswegen dort nochmal kurzer Stop. Weitgehend passend heißt, ich habe jetzt die Begriffe, die da oben drin sind, werden weitgehend passend eingebucht. Bedeutet, all diejenigen Anzeigen, die jetzt oder Suchbegriffe, die dort gewählt werden, werden Google vorgegeben, vorgeschlagen im Sinne von, du, das ist jetzt mein Vorschlag. Wenn du so ähnliche Keywords hast und eine ähnliche Schreibweise hast und so thematisch das auch da zusammenpasst, dann darfst du auch gerne mich trotzdem mit ausliefern. Das ist etwas, was sehr kontrovers diskutiert wird unter uns, die dann nachher Anzeigen schalten. Es gibt einige, die sagen, never ever werde ich das machen. Ich werde immer genau passend machen, dass ich sage, nur so darf es gesucht werden und maximal darf ein Tippfehler drin sein. Singular, Plural darf noch irgendwie davon abweichen. Ansonsten will ich genau so gefunden werden und nicht anders. Oder passende Wortgruppe ist das andere, dass man sagt, das muss genauso geschrieben werden, wie ich das vorgegeben habe und danach und davor darf was anderes kommen, aber ich will nichts anderes in der Mitte haben. Das ist nachvollziehbar in bestimmten Bereichen. Ich bin allerdings Freund davon, auch diese weitgehend passenden Geschichten zu machen. Sagen, lass mal machen, mal gucken, was passiert. Warum? Nicht für ewig, nicht auf Dauer und auch nicht ohne Kontrolle. Aber ich bekomme damit letztendlich auch Ideen für neue Suchbegriffe, die mir dann nachher im besten Falle überhaupt mal die Welt erklären. Das heißt, ich bekomme Rückmeldungen zu Suchbegriffen, die nachher vielleicht total attraktiv sind, die ich noch null berücksichtigt habe in meiner ganzen Art und Weise, die da unterwegs gewesen ist. Dass ich sage, okay, stimmt überhaupt, verdammte Axt, das passt zu meiner Klientel, das passt zu meinen Gästen und ich muss unbedingt meine Webseite umbauen und eine Seite aufbauen, die genau das Thema behandelt und dann nachher natürlich auch Anzeigen dazu aufmachen. Das hätte ich im Normalfall mit eingeschränkten Keywords, die sage, ich will nur so, wie ich das eh schon kenne, dann machen, nicht rausgefunden. Deswegen bin ich großer Freund davon, auch weitgehend passende Keywords einzubuchen. Wie gesagt, immer unter Kontrolle und Aufsicht. Später auch mit ausschließenden Keywords bestimmen wollen, was eben nicht sein darf. Bestimmte Keywords, die total freaky sind, beziehungsweise Dinge, die überhaupt nicht funktionieren, rauszukegeln. Statistisch mir anzeigen zu lassen, welche nachher gut performt haben und so weiter und so fort. Aber ich finde das genial. Total interessante Wissensquelle. Man kommt da auf Dinge, auf die man 1000 Jahre später nicht gedacht hätte. Insofern würde ich dafür plädieren wollen. So, Anzeigengruppe. Vorsicht, wollen wir nicht. Weg damit, nicht neue Anzeigengruppe, sondern wir wollen jetzt auf die Anzeigen kommen, speichern und fortfahren. Anzeigengruppen nochmal zur Erinnerung, thematisch gruppiert. Wir haben jetzt eine Anzeigengruppe mit Hund hier quasi gemacht. Und jetzt muss ich einmal kurz aufräumen. Jetzt passiert nämlich genau das, was ich schon sagte. Ich bin im Konto unserer Agentur jetzt hier und das sieht jetzt hier alles ein bisschen unspannend aus für uns. Deswegen gib mir mal bitte einmal 10 Sekunden, dann kegel ich das hier einmal raus, damit die Anzeige rechts unten gleich auch, die ihr dort seht, die euch immer auch gezeigt wird im Sinne von, ja, wie würde das denn aussehen, wenn ich das jetzt genauso mache, wie ich das jetzt gerade tippe, wie würde die denn nachher aussehen? Und ihr seht das jetzt schon rechts, die wird immer nackter und immer demomäßiger. Und so ist dann auch der Start bei euch in der Regel. Das heißt, ihr habt letztendlich dort nichts drin und müsst dann eben auch loslegen. So, man fängt dann oben an. Wir haben unsere finale URL als solches dann mit dabei. Google sagt hier noch an der Stelle so, hey, das wäre ganz toll, wenn du HTTPS hättest. Bitte darauf achten, dass hier auch eine entsprechende Sicherheit gewährleistet ist. Wir tun jetzt mal so, da ist, weiß ich, kein Sicherheitszertifikat drauf, weil das so eine Ankündigungsseite ist, aber grundsätzlich tun wir es erstmal so. Ihr habt natürlich ein Sicherheitszertifikat, wäre sonst datenschutzrechtlich auch in einigen Bereichen zumindest diskussionswürdig. Anzeigentitel, folgendes. Ihr seht jetzt hier bis zu 7 und man könnte noch mehrere dann machen, Anzeigentitel und da ist jetzt etwas zu sehen, was bei Google jetzt neu dazugekommen ist in der letzten Zeit. Das ist letztendlich so diese Idee des ich sorge dafür, dass das wird. Also mach mir mal ein bisschen was fertig hier und dann sorge ich schon dafür, dass das funktioniert. Bin ich so halbwegs Freund von, nur halbwegs, weil letztendlich die Einflussmöglichkeit, klar, okay, nicht mehr gegeben ist. Mitdenken, toll auf der anderen Seite, aber manchmal kommt da so ein Schrott raus, dass man sich das irgendwie auch nicht wirklich dann auch hernehmen möchte. Ich zeige euch das gleich am Beispiel. Ich habe jetzt hier auf neue Anzeigentitel geklickt, da kommen jetzt die Beispiele. Ihr seht das schon, ich bin im Werbekonto von mir drin, deswegen kommen jetzt hier Quatschideen. Da müssen wir jetzt letztendlich mal ein bisschen dran vorbeifliegen und sagen jetzt hier, Urlaub mit dem Vierbeiner
ist jetzt eine Möglichkeit eines Titels. Ihr seht das jetzt rechts auch gleich, wenn ich jetzt hier einmal reinklicke, sagt er auch, guck mal, da könnte doch zum Beispiel nachher dann einer dieser Titel stehen. Und nun passiert Folgendes. Für die, die jetzt aufpassen, rechts sieht man, dass da eine Rotation stattfindet und Google zeigt jetzt hier auch schon, was passieren könnte, nämlich, dass die Anzeigentitel, die wir jetzt angeben, solange wir nichts dagegen haben, tatsächlich rotieren. Das heißt, ich gebe jetzt 6, 7, 8, 12 Stück dort ein und Google sagt, mal gucken, was dabei rauskommt. Und das finde ich teilweise schwierig, weil wir mit diesen Aussagen, die wir jetzt hier reinnehmen, eigentlich eine gewisse Detailtiefe haben, eine direkte Ansprache wollen und die für mich nur passt, wenn ich mit dem Rest arbeiten kann, wenn der Text darunter auch passt. Und Google sagt jetzt, braucht gar nicht, das machen wir mal für euch und da kommt irgendwas Lustiges bei raus. Bin ich nur bedingt Fan davon. Ihr könnt das nachher letztendlich hier anpinnen, raufklicken und sagen, ja, ich möchte, dass es immer der Anzeigentitel der Position 1 ist oder was auch immer. Ich mache das jetzt hier mal an dieser Stelle auch so. Urlaub mit dem Vierbeiner, gönnen Sie sich Ihre Auszeit. Ist jetzt ein bisschen lame. Ich zeige nachher nochmal zum Schluss dann die Beispiele, wie ich das besser sehen finde. Aber damit man einfach nur mal eine Idee da hat. Achtet hier, das ist das Problem, warum man jetzt auch in mehreren Etappen denken muss. 28 von 30, 25 von 30 Zeichen. Wir haben also pro Titel immer nur 30 Zeichen Zeit und Platz. Ich mache das hier an Platz 2. Mache ich jetzt nur, damit wir uns ein bisschen darauf einschießen können. Ihr müsst es ausprobieren. Ihr müsst einfach gucken, wie ihr am besten damit umgeht. Ich glaube, für die, die jetzt nur reinstarten, ist das, was Google hier möchte, schon ganz genial. Weil man sagt so, komm, gib mal ein paar Titel, denk dir was aus, gib da mal den freien Lauf und dann mache ich den Rest. Wenn man es geil machen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich davon wenig Freund davon. Das ist eine Geschichte, die nachher irgendwie, weiß ich nicht, das entspricht auch nicht mir, wie ich mein Unternehmen darstellen möchte. Ich möchte schon selbst bestimmen, wie man mich wahrnimmt und nicht irgendwie durch eine lustige Würfel leider nachher das Ganze zu haben. Ich mache das echt jetzt hier wirklich stumpf. Ich würde niemals diese Sachen hier so schreiben, wie ich das jetzt mache, aber ich möchte einfach auch die Zeit jetzt nochmal nutzen, euch alles zu zeigen und dann zeige ich euch gleich nochmal in den Slides, wie ich das besser haben möchte. Das heißt, das wäre jetzt das, was wir an dieser Stelle haben und jetzt hätte ich bis zu 3 Textzeilen, Titelzeilen, die dort gezeigt werden. Auch da muss man immer daran denken, dass es nicht unbedingt immer dann auch 3 sind. Das heißt, die dritte geht manchmal schon verschütt. Da ein bisschen drauf achten. Der Titel als solches, ich zeige es euch nachher, sollte nur ein bisschen noch feiner sein. So, hier will dann nachher stehen, was wir dann machen. Ja, geben Sie sich und Ihrer kalten Schnauze, nee, das wollen wir nicht, geben Sie sich und Ihrem Liebling eine Auszeit. Hier würde ich jetzt darauf verweisen, na, ihr kommt jetzt einen Hinweis darauf, was man bei uns, wenn wir jetzt mal nur Urlaub mit Hund noch weiterdenken, warum soll ich denn ausgerechnet jetzt zu uns kommen? Also was können wir denn? Was haben wir denn dabei? Worauf achten wir? Ich will jetzt ein Feeling schaffen. Und jetzt sind wir beim Service von vorhin. Wenn ich ein Guter bin, dann weiß ich, was meine Gäste zu schätzen wissen, was die mögen, wie die zu begeistern sind, wie ich die abholen kann und habe einen Spaß dabei. Und wenn ich den Spaß dabei habe und meine Gäste kenne und deren Vorlieben kenne, dann weiß ich auch ganz genau, warum die jetzt emotional aufgeladen mit ihrem Hund kommen. Das ist ein Familienmitglied für die. Da kann ich nicht sagen, so Gott, jetzt kommt die schon wieder mit ihrem Köter. Wenn ich die bei mir haben möchte, dann muss ich das leben. Dann muss ich das auch spüren. Dann muss ich auch verstehen, dass das für die, ob das für mich so ist, ist was anderes. Aber ich muss verstehen, dass das für die ein Familienmitglied ist. Und dann muss ich die auch entsprechend wahrnehmen. Es gibt andere, die sagen, du. Das hat ja alles ganz klare Regeln und das läuft so und so. Es gibt auch welche, die man vielleicht auch nicht unbedingt haben möchte und man sagt so, oh, jetzt musst du jetzt nicht irgendwie das Kalb doch mit im Bett schlafen und solche Geschichten. Ja, alles nachvollziehbar, alles verständlich, aber da sind so ein paar Punkte dabei, die muss man einfach auch dann mitnehmen. Wir tun alles, um sie besonders glücklich zu machen. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich stumpf. Nutzen Sie unseren Hundesitter. Und jetzt sind wir so bei so einer Geschichte für die besondere Auszeit. Jetzt bin ich bei dem Punkt, wo ich sage so, Mensch, ach so, ihr habt einen Hundesitter. Wie genial ist das? Touché, nicht jeder möchte das. Der sagt so, oh nee, mein Hund bei anderen, das will ich auch nicht. Aber das wäre eine Geschichte, mit der man eben auch hier nochmal so ein bisschen spielen kann. So, ich kann das so werte Textzeilen festgeben. Die sind im Moment auch nur in der Rotation hier festgelegt. Da merkt man auch schon, was ich vorhin meinte, warum eben die Rotation manchmal nicht passt. Wenn ich eine Abhandlung dann fast baue, wo ich sage, Mensch, der erste und der zweite Satz, der baut aufeinander auf und ich musste die splitten, weil ich eben nur 90 Zeichen frei hatte, dann will ich die nicht gewürfelt wissen. Also insofern da vielleicht ein bisschen auch in diesen Gedanken dann dort arbeiten. Speichern und fortfahren, jetzt habe ich das eingestellt und nun bin ich theoretisch ready to run. That's it. Bis hierhin hätte ich jetzt eine Anzeige
könnte jetzt damit starten, habe mir Keywords ausgesucht, habe mir eine Anzeige ausgesucht, habe eine Anzeige geschrieben, habe eine Anzeigengruppe, habe 10 Euro pro Tag festgelegt, habe gesagt, nur in Bayern, ich könnte jetzt starten. Aber ich habe zu wenig Anzeigen. Ich müsste die Keywords nochmal überarbeiten eigentlich. Und wir sind bei den Anzeigenerweiterungen letztendlich, die auch noch nicht so wirklich schön sind, beziehungsweise gar nicht vorhanden sind. Also insofern ist das etwas, womit man eben nochmal mitarbeiten muss. So, grundsätzlich ist es so, hier oben zum Beispiel, ne, Anzeigenerweiterung. Jetzt sagt man, okay, Problem beheben, da will ich ja euch nochmal mit hinführen. Hat man nachher unten die Möglichkeit, ganz unten am Ende, wir haben es ja vorhin schon gesehen, die Anzeigenerweiterung einzugehen. Machen wir gleich nochmal. Ich will nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Und Anzeigen, das ist jetzt wichtig zu verstehen. Ich hatte es vorhin in so einem Halbsatz gesagt. Google sagt uns ganz klar, hey, wenn ihr jetzt hier irgendwie mit vernünftigen Anzeigen arbeiten wollt, beziehungsweise eine gute Qualität haben wollt, müsst ihr mindestens 3 Anzeigen haben, damit das hier läuft. Das geben die uns vor, weil die glauben, da die Weisheit mit Löffeln gefunden zu haben. Und das will ich denen auch mal weitestgehend abnehmen, dass das statistisch auch so passt. Ihr müsst also, solltet also im besten Falle, müssen tun wir es nicht, aber solltet im besten Falle noch weitere Anzeigen anlegen und dann geht es auch ganz klassisch jetzt hier dann so weiter. Wenn ihr das nachher eben auch schon das ein oder andere Mal gemacht habt, dann werdet ihr auch schon wissen, ja komm, das mache ich vorher auch schon mal, bevor der rummeckert. Also man hat nachher auch so einen gewissen, ja so einen Drive dann natürlich nachher und weiß genau, wie man was wo macht. Aber letztendlich ist jetzt hier auch, dass Google euch auch wieder an die Hand nimmt und sagt, Moment, ihr müsst bitte noch eine Anzeige erstellen. Das würden wir jetzt hier, indem wir darauf gehen, eine responsive Suchanzeige nennt sich das, eben auch wieder angeben, gehen das Gleiche durch, wie wir es gerade gemacht haben, sind immer noch, Achtung, in der Anzeigengruppe Urlaub mit Hund. Wir fangen jetzt nicht an, irgendwie jetzt Leisure für Familien irgendwie klar zu machen oder den Businessgast ansprechen zu wollen. Dafür brauchen wir eine andere Anzeigengruppe. Dafür brauchen wir eine Trennung und können nachher auch mit anderen Keywords arbeiten. Das denke ich, vermute ich jetzt mal, ist klar. Und ich will allerdings jetzt noch an die Stelle, wo ich dann sage, Moment, hier oben mit den Anzeigenerweiterungen will ich euch nochmal ganz kurz mitnehmen, damit man auch versteht, was dort geht. Ich bin nochmal auf der Seite, wo wir es auch vorhin schon hätten eingeben können. Ich finde es nur didaktisch nicht wirklich sinnvoll, sich vorher über Erweiterungen dann schon Gedanken machen zu müssen und zu wollen, bevor man überhaupt weiß, wie die Anzeige nachher aussieht. Sondern ich habe es irgendwo auf der Kladde schon stehen, dann geht es natürlich. Hier wird jetzt letztendlich alles erklärt. Das sind die Anzeigenerweiterungen, die gehen. Was für uns interessant im touristischen Bereich interessant sein sollte und gemacht werden sollte, sind die Sightlink-Erweiterungen. Hier sind jetzt hier aus der Jean-Pütz-Kampagne, wo man gleich nochmal reingucken kann, schon einige festgelegt. Dann haben wir jetzt hier Erweiterungen mit Zusatzinformationen. Die sind auch insofern interessant, als dass ich sagen kann, das sind meine 4 Erweiterungen, die ich nochmal nennen kann. Und dann haue ich so Highlights raus. Dann sage ich, guck mal, zum Beispiel, die haben wir in einer anderen Sache dann auch gemacht. Wir sind 200 Meter zum Ostseestrand nur entfernt. Wir sind Hoteltestiger 2020. Wir sind ein kinderfreundliches Hotel und wir haben eine Michelin-Gastronomie. Das sind so Dinge, die du dann nachher in der Anzeige theoretisch vielleicht sehen könntest, wo man sagst, das ist mein Hotel, da will ich unbedingt hin. Und das sind dann die Möglichkeiten, die wir mittlerweile dann haben, schon eine längere Zeit, mit der wir arbeiten können. Anruferweiterung, logisch, da wollen wir, haben wir jetzt hier noch keine angelegt, weil dann Konto dahinter dann auch sein muss mit der Standortgeschichte und Telefonnummer im besten Falle zumindest, damit es sauber ist. Da nimmst du natürlich dann die Telefonnummer von der Rezi oder von der Buchungshotline. Tipp an dieser Stelle, verwendet im besten Falle dort eine Rufnummer, die ihr gesondert tracken könnt. Und zwar jetzt nicht die von Google, sondern wenn ihr eine Telefonzentrale habt, eine Telefonanlage habt, nehmt euch bitte eine Durchwahl, wo ihr jetzt im besten Falle auch irgendwas mit der 10, 20, also wo eine 0 am Ende ist, die ein bisschen charmant wirkt, die ganze Rufnummer. Wirkt dann immer ein bisschen größer, wenn man so eine 0-Zentrale hinten hat, obwohl das eine Durchwahl 10 ist. Und nehmt bitte nur diese Rufnummer dann für diesen einen Buchungskanal, nämlich bei Google Ads Anzeigen dann her. Dann habt ihr nämlich nachher eine Chance, tatsächlich auch dort Anfragen telefonischer Natur auswerten zu können. Ihr wisst zwar nicht, welches Keyword, welche Anzeige und sonstiges dafür verantwortlich gewesen ist. Dann müsste man das Tracking von Google benutzen. Aber ich habe zumindest die Chance zu verstehen, hey, die haben sich nur gemeldet, weil ich eine Anzeige geschaltet habe. Das muss mit eurer Telefonanlage funktionieren, dann ist das eine geniale Geschichte, machen mittlerweile relativ viele Kunden von uns. Snippet-Erweiterung und sonstiges, da sind jetzt so etwas wie Ausstattungen, kann ich nochmal extra aufzählen und so weiter und so fort. Die würde ich jetzt nicht unbedingt alle einmal durchgehen wollen, weil das letztendlich auch sich dann nachher erklärt und dann nachher auch eigentlich für unsere Zwecke nicht unbedingt vielleicht dann nachher auch interessant ist, wie zum Beispiel eine App-Erweiterung. Das macht nur Sinn, wenn wir auch eine App in den App-Stores haben. Aber Standorterweiterung sicherlich auch nicht so uninteressant. Gerade wenn ich jetzt letztendlich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so zentral bin oder vielleicht doch zentral bin, dass ich mich abheben möchte, zeigen möchte, dass ich sagen will, da ist nachher auch mein Standort, also wirklich die Adresse auch genannt wird. Machen wir mit Hotels nicht so häufig tatsächlich, fällt mir gerade so auf, weil dann doch die Telefonnummer entscheidend ist und die Adresse mehr oder weniger zweitrangig ist. Die meisten gucken ja eh schon mal mit der Karte, wo das ist. Das kann ich damit nur unterstützen und dann auch das eine oder andere sicherlich auch mit abfangen. So. Das in der Praxis so 3 Minuten zu spät, einmal in sich gefasst, ganz schnell. Ihr habt es gemerkt, genauso wie ich es prognostiziert habe,
irgendwie doch, wir haben es zwar geschafft, das einmal so durchzuorgeln, aber das ist doch relativ viel Masse und viel Wissen oder viel, viel, was da zu tun ist. Deswegen würde ich sagen, rutsche ich nochmal ganz schnell rüber und zeige euch die letzten Slides aus meiner Präsentation, damit man auch das jetzt nochmal versteht. Und dann kommen wir gerne nochmal auf Fragen zurück für die, die jetzt noch ein bisschen mehr Zeit mitgenommen haben. Also, Fallstricke im Tourismusbereich, Herkunft unserer Gäste unklar. Bitte unbedingt findet heraus, wo eure Gäste herkommen. Das klingt so banal, aber es ist immer wieder das Gleiche, wenn ich auch im nicht-touristischen Bereich frage, sag mal, wo kommen eigentlich auch die meisten eurer Kunden oder Gäste her? Und dann gibt es erstmal so ein Schweigen am Telefon. Ich mache mir einen Kaffee und gucke nochmal ein bisschen und räume die Agentur auf und dann gehe ich wieder ran und höre dann, weiß ich nicht. Ich überspitze das jetzt natürlich, aber das ist etwas, was ein bisschen schade ist und eigentlich auch ein bisschen nervig ist, finde ich, weil da kann man so tolle Sachen mitmachen. Ja, den Bajuwaren von seinen Bergen wegziehen, den Pottler letztendlich dann eben mit besserer Luft dann eben bedienen oder eben auch bestimmte Dinge noch ganz anders adressieren, wenn ich dann nämlich nachher auch herausgefunden habe, warum die zu uns kommen. Das Gießkannenprinzip bitte vermeiden, habe ich ja auch an den verschiedenen Stellen jetzt eben auch durch die Anzeigengruppe klar gemacht. Bitte jetzt nicht irgendwie viel hilft viel und alle für alles. Und was ist meine Zielgruppe? Ja, von 18 bis 80, Männlein, Weiblein, aller. Business Leisure hätte ich gerne. Das ist schwer. Ja, also guckt wirklich, was zu euch passt, worauf ihr wirklich Lust habt. Gäste sind nicht Gäste. Ja, manche passen zu euch, manche passen nicht zu euch, auch sympathiemäßig. Ich glaube, da sollten wir Bock drauf haben, dass es dahin hinkommt und darauf kommen sollte. Und dann eben keine Auswertung, keine Erfolgsanalyse. Ja, ich weiß, das ist schwierig, weil eben Booking Engines das manchmal nicht so machen, wie wir uns das wünschen. Aber wir können zumindest bis zu dem Weg einiges machen und das wenigstens messen. Und das solltet ihr bitte im besten Falle machen. Schritt für Schritt. Das ist jetzt nochmal das. Wir können auch nochmal bei Jean Pütz nochmal gleich vorbeikommen, aber so, dass man mal sieht, so kann eine ganz einfache Geschichte aussehen. Urlaub in Lübeck, mein Hotel, 3 Sterne. Machen Sie Urlaub in Lübeck und lernen Sie die schönen Sehenswürdigkeiten kennen. Wir haben schöne 2-Bettzimmer, sparen Sie mit unseren Arrangements. Ich mache das natürlich gleich mal ein bisschen überspitzend jetzt hier. Das ist jetzt noch nicht so richtig genial. Vielleicht ein bisschen was anderes. Erholung pur in Lübeck ab 98 Euro. Preise ziehen, wenn die dann relevant sind für unsere Zielgruppe. Nicht immer. Gönnen Sie sich eine Auszeit. Gestresst vom hektischen Tagen, bereit für eine traumhafte Auszeit mit Ihrem Partner. Wir sorgen für Entspannung und Erholung mit Wellness und kulinarischen Highlights. Hier kann man wunderbar sehen, dass das null und gar nicht funktionieren würde, wenn ich jetzt diese Anzeigen, Textrotation, Titelrotation und diese Textrotation zulassen würde, weil dann kommen nachher solche Geschichten raus. Ja? Gönnen Sie sich Ihre Auszeit, Erholung pur in Lübeck, ab 98 Euro, passt noch. Aber unten, wir sorgen für Entspannung und Erholung mit Wellness und kulinarischen Highlights. Und dann kommt danach die Frage, die ich eigentlich gerade mit diesem Satz beantworte, passt überhaupt nicht. Also das heißt, da muss ich ein bisschen gucken, dass ich die Texte auch wirklich so wähle, dass sie entweder gewechselt werden können oder wenn ich sie nicht wechseln lassen kann, dann muss ich sie fixieren, damit das passt. Und hier habe ich nur eine ganz kleine Geschichte differenziert. Ich habe jetzt gesagt, gönnen Sie sich Ihre Auszeit. Ich habe eine direkte Ansprache, das ist viel persönlicher. Könnte sogar auch mit dem Du arbeiten, wenn das zu mir passt. Na, gönne dir deine Auszeit. Und jetzt kann ich unten sogar noch Folgendes machen. Gönnen Sie denn die Auszeit mit Ihrer Liebsten? Das heißt, ich spreche jetzt die Herren vermeintlich an oder gleichgeschlechtlich ginge natürlich auch. Ich will jetzt aber mal ganz kurz auf Männlein, Weiblein darauf kommen, damit nur eine Idee nochmal da ist. Ich kann nachher auch eine soziodemografische Unterteilung durchführen lassen, indem ich sage, die Zielgruppe, die ich dafür wähle, möchte letztendlich in diesem Falle bitte männlich sein, damit ich dann sagen kann, gönnen Sie sich Ihre Auszeit mit Ihrer Liebsten. So, das heißt in diesem Falle, dass ich dann vielleicht auch sage, ich erreiche die. Wie gesagt, unter gleichgeschlechtlichen Gesichtspunkten jetzt ein bisschen problematisch und eigentlich deswegen auch völlig unsinnig, aber vielleicht nur ein kleines gutes Beispiel dafür, wie man überhaupt technisch dann nachher auch noch Differenzierung wählen kann. Insbesondere dann, wenn ich nachher sage, okay, ich weiß eigentlich ganz genau, dass die Damen zu Hause in der Regel eigentlich dann die Regierung sind und schon entscheiden, wo es hingeht. Das heißt also, vielleicht will ich auch nachher auch Anzeigen, vielleicht auch nur Frauen ausliefern und das kann ich natürlich dann damit dann auch machen, unabhängig davon, dass ich jetzt hier eine direkte Ansprache habe. Und jetzt eben auch so etwas wie weg von den Bergen hin zur Erholung an der Ostsee. Na, da wäre auch so eine Geschichte, die denkbar ist. Sie wollen ihre liebgewonnenen Berge für ein paar Tage verlassen, wollen nicht klettern. Bei uns ist das Meer nur wenige hundert Meter entfernt und wir sind auf Meeresspiegelhöhe. Also wir kokettieren ein bisschen damit. Na, wir sagen aber auch, Mensch, jetzt gar keinen Bock nach oben zu gehen, dann bleibst du irgendwie auf dieser Höhe. Das meinte ich vorhin mit Zielgruppe. Das meinte ich damit mit Verstehen, warum jemand zu uns kommt von dieser Ecke. Und dann hätten wir auch noch dieses andere Beispiel. Na komm, einer geht noch. Na, dicke Luft im Pott, auf zur Ostseeluft. Sie möchten einmal wieder richtig tief durchatmen, die Luft nicht teilen müssen. Bei uns gibt es Luft, Wasser und Sand ohne Ende, genug für alle. Also das heißt, wenn das passt, ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, mag auch vielleicht überhaupt nicht zu unseren Gästen passen und mag dann auch zu niedlich sein, hätte ich fast gesagt, aber nur damit man mal eine Idee davon bekommt. Das ist eben möglich, wenn ich in der Sekunde genau weiß, ich spiele das auch nur diesen Personen aus, die davon angesprochen werden sollen und können und nicht, dass es auf einmal in Thüringen rauskommt, das Ding. Ja, also das heißt, das kann ich wunderbar machen, aber eben auch nur
nur, wenn ich mir vorher einmal den Wecker gestellt habe. Und damit meine Anzeigenerweiterung einmal ganz kurz dann versteht, Moment, das haben wir schon, da kommt er. So könnte eben eine richtig große, fette Anzeige aussehen. Mit allen oder ich sag mal mit vielen Anzeigenerweiterungen, die wir jetzt dort haben. Da sind Zeitlinks dabei, da sind Anzeigen oder Preiserweiterungen mit dabei, da sind die Ausstattung mit dabei, die Zeitlinks hatten wir schon, die Anruferweiterungen, die Bewertungen sind mit dabei. So könnte in der Theorie eine Monsteranzeige aussehen, die wir eben dort aufbauen, in dem Bereich, wo wir gerade waren, wenn Google uns denn so ließe oder nachher Bock drauf hat, uns so zu zeigen. Das ist die Bedingung. Ja, das heißt also, wir haben kein Anrecht darauf, sagte ich vorhin schon, wir können uns nur Mühe geben, dass das Ganze zur Verfügung stünde. Und dann auch so etwas, ne? Welcome-Paket, eigenes Bio-Restaurant, rundum sorglos möglich, Relax, Zauberraum. Das sind so Sachen, die habe ich mir damals mal aus den Fingern gesogen, dass man mal so ein bisschen sowas, was anderes macht. Ja? Ja, wir haben auch einen Relax-Bereich und wir können das auch. Könnt ihr machen. Aber das ist nachher etwas, was dann vielleicht bitte darauf einstellen, das machen die anderen auch. Und die anderen sind vielleicht schon so einen Schritt weiter und arbeiten jetzt eben auch schon mit anderen Begrifflichkeiten. Deswegen muss ich jetzt nicht den Zauberraum da drin haben. Aber das sind so Sachen, wo man dann nachher auch ein bisschen, wenn sich dann jemand das durchliest, und das muss man mal sagen, jetzt klicken auch einige, die lesen nur ein paar Buchstaben und sind dann schon bei uns, obwohl wir die gar nicht haben wollen. Gleich nochmal eine Info dazu. Und dann ist das etwas, wo natürlich für die, die lesen, dann schon etwas, wo man sagt so, ah Mensch, da muss ich mal gucken. Ja? Designmöblierung, Lieblingsspiegel, Kuschelpuschen, Luxusbetten, das sind so Geschichten, wo man, also da habe ich jetzt zumindest schon so eine Idee davon, wie dieses Hotel aussehen muss, damit diese Anzeige dazu passt. So, und das ist nachher etwas, womit man viel besser arbeiten kann. Na, unten auch, guck, die Preiserweiterung, ne? Doppelzimmer, Erholung auf 24 Quadratmetern, Doppelzimmer Deluxe, Freiheit auf 36 Quadratmetern, Romantik Suite, Kuscheln auf 55 Quadratmeter. Das hätten wir auch plain stumpf machen können und ich glaube mit wenig Engagement und Liebe, wenig Servicecharakter und da eben sowas in diese Richtung. Es wird mehr Aufwand, es ist mehr Zeit, die investiert werden muss, aber der Output ist in meinen Augen nachher immer der bessere. Und er ist auch letztendlich, und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, ich sagte ja eben gerade nochmal einen Satz, kündigt den Satz an, achtet auch darauf, dass ihr keine falschen Versprechungen macht, dass ihr euch so darstellt, wie ihr auch wirklich seid, weil es wird geklickt und zwar, es gibt immer so, die dann zu uns kommen und sagen so, ja Mensch, also ich habe so richtig dusselige Gäste, die dann suchen und die klicken dann auf meine Anzeige, obwohl ich das gar nicht will und das gar nicht dazu passt. Und dann guckst du die Anzeige und sagst du, weißt du, da steht aber auch nicht drin, dass du es nicht bist. Also sind nicht die Gäste, die dusseligen, sondern du bist der Dussel, der letztendlich eine Anzeige gebaut hat, die zulässt, zu erwarten, dass du eine bestimmte Suche, die jetzt gerade erfüllt wurde, auch erfüllst. Ja, so, das heißt, wenn ich jetzt mit weitgehend passend arbeite und sonstiges oder auch meine Suchbegriffskombination, die ich genau passend angegeben habe, wenn die eben auch das letztendlich zulässt, dass man so ein bisschen noch weiter denkt und sagt so, ja, das stimmt, das sieht so aus. Wie gesagt, ist der Dussel der Schreibende bei der Anzeige gewesen und nicht derjenige, der geklickt hat. Gut, so und dann wichtige Tipps nochmal zum Schluss. Interessenten weich landen lassen. Wenn wir dann nachher auf der Seite angekommen sind, bitte darauf achten, dass wir dann nachher auch nicht unbedingt immer nur auf der Startseite dann lang kacheln und dort alle abwerfen und dann sagen, such dir den Rest. Gerade auf Mobilgeräten ziemlich ungenial. Sondern wenn es darum geht, dass jemand sagt, so ich habe jetzt auf die Arrangements, insbesondere bei den Zeitlinks geklickt, dafür mache ich sie ja, dann lande ich natürlich bei den Arrangements und nicht woanders. Ja, das heißt, also da bitte auch gucken und wenn ich letztendlich, wir sind nochmal im Urlaub mit Hund, wenn ich eine Urlaubsseite oder einen Urlaub mit Hund anspreche, dann muss ich eine Landingpage haben, wo auch irgendwo ein Hund zu sehen ist. Ich kann auch keine Familienkampagne machen, indem ich dort einen Business-Gast mit einem Rolli dann irgendwie, mit einem Trolli hinter sich herziehend zeige. Das geht nicht. Selbst wenn ich beide Zielgruppen anspreche und ich ein Haus habe, wo das locker auch geht und das total charmant irgendwie funktioniert, ich kann aber nicht eine Landingpage dann irgendwie nachher zeigen, die irgendwie alle abfrühstücken möchte, sondern ich möchte ja den, der in der Sekunde emotional aufgeladen ist und sagt so, oh, jetzt Urlaub, wie geil, oder Business, da muss ich hin, ich will aber auch meine Ruhe haben. Ich bin unheimlich viel unterwegs. Ich suche mir meine Hotels auch nicht nur nach dem Bett aus, sondern nach den Annehmlichkeiten drumherum. Ich möchte ein Restaurant haben, damit ich abends, wenn ich spät komme, noch was essen kann, ohne weit gehen zu müssen, weil das dann doch nicht so schnell geht. Wenn Wellness dabei ist, bin ich auch nicht böse, nochmal in die Sauna gehen zu können und ein bisschen Sportbereich darf dann auch dabei sein, muss aber nicht. So, das sind so Dinge, wo ich dann auch schon drauf achte. Das heißt, verabschiedet euch eben auch von diesen Business-Geschichten, sofern ihr daran noch so denkt, die einfach nur sagen, die wollen nur pennen. Das ist so. Da sind viele dabei, zumindest gehöre ich dazu, die eben auch ein bisschen mehr haben wollen. Und die wollen das dann nachher, ne, zeigen sie Versprochenes in Bildern, also zeigt auch das, was versprochen wird und achtet in der Sekunde immer, und das fällt vielen schwer, nehmt euch den Abstand nochmal und geht wirklich mit der Brille des Kunden dann dran, mit des Gastes das dran und sagt, wie tickt der gerade? Wie ist der gerade emotional aufgeladen? Wie muss ich den abholen? Und Bilder sind das Einfachste. Noch ein paar Punkte dazu geschrieben, dass ich sage, deswegen bin ich der Richtige für dich mit Urlaub mit Hund, weil ich hier das habe, dies habe, Auslaufzonen, Hundestrand ist um die Ecke, was auch immer, wenn wir jetzt an die Ostsee oder Nordsee denken.
ich will nicht sagen, die Buchung ist selbstverständlich, aber die ist deutlich näher herangerückt. Kommunizieren und dann die nächsten Schritte, na, das heißt also auch die Emotion des Gastes aufnehmen, ihn auf die nächsten Seiten bieten, das meinte ich jetzt gerade dann damit. So. Das mache ich später. Da geht es nochmal ganz kurz um so ein leidiges Thema Corona, Ü3 und sonstiges. Da will ich euch nur was mit auf den Weg geben. Oder ich kachel das für die, machen wir es anders. Da sind noch ganz viele mit dabei und ich habe das Gefühl, der eine oder andere muss vielleicht auch los, ist mit angezogener Handbremse da. Ich will euch nur was mit auf den Weg geben, was wir in letzter Zeit jetzt hier zunehmend mehr ins Haus reingereicht bekommen als Anfragen und auch Dingen, die dann nachher letztendlich von uns nochmal beantwortet oder weitergeleitet und gegeben wird oder eben auch umgesetzt wird. Für diejenigen unter euch, die im Fördergelder im Rahmen von Ü3 bekommen haben, also bekommen könnten, machen wir uns nichts vor. Ich weiß um die Schwierigkeiten, wo wir ja gerade stehen und was da eben ausgezahlt wird und wo es stockt und sonstiges. Aber für die, die es nicht wissen, es gibt dort und soll dort einen Pott geben, der bis zu 20.000 Euro an zusätzlichem Fördergeld freimacht für Digitalisierungsprojekte. So, das heißt, das sind ein extra Zuschuss, es gibt sogar noch mehrere Umbaumaßnahmen und sonstiges, habe ich da gehört. Also das ist, ich sage jetzt mal, irgendwie ganz nett, aber auch Wild West, weil so irgendwie Hohlschuld musst du gucken. Ich weiß, dass doch der eine oder andere Steuerberater dort noch nicht so wirklich auf der Höhe ist, habe ich zumindest von Kunden aus dem touristischen Bereich gehört, die froh sind, dass sie mal vor einiger Zeit den gewechselt haben oder jetzt gerade auch merken, sie müssen ihn wechseln, weil denen diese Information fehlt. Und in der Regel ist das etwas, was also in der Regel auch über einen Steuerberater beraten und auch beantragt wird und dann eben die Möglichkeit bietet für euch, Digitalisierungsprojekte letztendlich realisieren zu lassen, die vielleicht schon lange warten. Wir kriegen jetzt so Anfragen. Ich zeige euch das gerade, was gleich nochmal, was da bei uns reinkommt, ist also für die attraktiv und vielleicht interessant, die mit diesen Fördergeldern jetzt hier, ich sage jetzt mal ganz stumpf, auch haben arbeiten müssen und dann nachher diesen Antrag da gerade stellen oder gestellt haben. Das wäre etwas, was ich euch ans Herz legen wollen würde, da nochmal mit eurem Steuerberater zu sprechen, denn wir bekommen im Moment Folgendes bei uns häufig rein. Ausführung eines Webseiten-Relaunches, was damit abgedeckt sein soll, Einrichtung an Online-Shop. Einige bauen auch selbst in diesem Bereich Online-Shops auf. Ansonsten natürlich eher Off-Topic für Tourismus. Und sowas wie Google- oder Social-Media-Kampagnen werden auch da in dem Bereich dann aufgebaut von uns. Und die sind dann nachher in dem Bereich dann aller Voraussicht nach förderfähig. Also, ich kann euch hier das nur herzensgut und warm ans Herz legen, das einmal euch anzugucken und anzuschauen. Ich weiß, eine Idee davon grob zumindest habe ich, weil ich mit vielen Kontakt habe und dort eben auch höre, was da so los ist. Habe letzte Woche den Fehler gemacht, als ich einen Kollegen von euch angerufen habe, einen Touristiker und Gastronomen, gesagt, na, wie geht's? Naja, dann hat er gesagt, na gut, wir uns allen Hoteliers und Gastronomen das Moment geht. Ja, tut mir leid, war eine Scheißfrage. Also das ist eine Geschichte, das ist ein leidiges Thema, aber vielleicht ist das eine kleine Chance, eben auch bestimmte Dinge, die man immer schon mal machen wollte und die jetzt liegen bleiben mussten und nicht möglich gewesen sind, damit anzuschubsen. Wenn es da irgendwie Fragen gibt, können wir so bedingt, wollte ich gerade sagen, so an der Spitze des Eisberges ganz gut letztendlich dann ein bisschen was dazu sagen. Und kriege hier gerade ein Händewinken von Herrn Grunwald von der IHK, der bestimmt dazu im besten Falle gleich noch was dazu beitragen kann. So. Und in diesem Sinne soll das bis hierhin und nicht weiter erst einmal soweit sein. Und jetzt bin ich für Fragen, Kommentare, Rückmeldungen und alles andere offen. Genau, wir hatten noch zwei Fragen im Chat, yes. Aber möchte Herr Grunwald da direkt was zu sagen? Dann kann er gerne sein Mikrofon anmachen. Direkt was zu Ü3. Danke, Katharina. Oder die Frage? Ja, danke. Nein, tatsächlich wollte ich die Hand heben, bin ein bisschen auch von der Tastatur abgerutscht. Rausgerutscht. Ich musste einmal kurz raus, weil der Chef anrief. Ich hatte ja eine Frage im Chat gestellt. Genau. Vielleicht kann ich die einmal ganz kurz erörtern. Genau. Nico, hast du Zugriff auf den Chat oder soll ich dir die Frage mal vorlesen? Magst du? Ich habe jetzt, damit ich das klar, alles noch so unter Kontrolle habe, sonst hier sehe ich gar nichts mehr wahrscheinlich. Ja. Genau, Johannes hat auch eine Frage gestellt. Auf Insta gab es eine Anzeige für eine Art Google Ads Bot Blocker, weil automatisierte Systeme im Netz unterwegs sein sollen, die automatisch meine Anzeige klicken und so mein Budget verbrauchen. Mhm. Wie schätzt du das ein und kann ich sehen, ob Bots meine Anzeige klicken? Also, proaktives Sichern, dass das nicht passiert, würde ich das jetzt mal frei übersetzen, verspricht Google. Ja, also das heißt, machen wir uns nichts vor, wenn ich einen mir nicht so geneigten Kollegen oder was auch immer hätte und ich sehe eine Anzeige von ihm, dann kann ich natürlich darauf klicken und weiß, dass in der Sekunde 76 Cent, 65 Cent, 1,50 Euro oder auch mal das teuerste Keyword, was wir hier haben, verwalten dürfen, 11,50 Euro pro Klick. Also wenn du den nicht magst, guckst du nach dem und sagst, da möchte ich mal gerne raufklicken. Also das passiert, kann man auch nicht verhindern, zumindest in diesem Umfeld. Na, das ist also letztendlich, das sind diese kleinen Klicks, die dann passieren.
Da kann man also gut wie nichts dagegen machen. Diese Bots, davon ist eigentlich immer gesprochen worden, schon in den Jahren davor, dass es eben solche Geschichten gibt. Ich halte von diesen Systemen, das zu verhindern, nicht viel, weil es dann am Ende auch, also ist es oftmals eher doch ein Tool, was mich eher verarschen will als die Bots, muss man sagen. Also zumindest kommt das häufig vor, unserer Erfahrung nach. Und wir wollen auch mit Glaube, Liebe, Hoffnung an den Tag rangehen, dass wir sagen, das, was wir bisher auch so haben feststellen dürfen, was Google dort macht, gerade in dem Umfeld und der Größenordnung, wie wir hier Budget rausgeben. Ja, wir reden ja jetzt nicht von Budgets von, ich sage jetzt mal, 10.000, 20.000 Euro im Monat. Das größte Budget, was wir hier mal hatten, waren 30.000 Euro im Monat für einen Kunden. Da denke ich schon so, naja gut, da musst du nur mal ganz genau drauf achten, weil es natürlich, wenn es doof läuft, das war ein hart umkämpfter Markt, da wurde also richtig mit Säbeln und sonstigen gestochen und gehauen. Da ist es natürlich schon so, dass die eine oder andere sagt, so, kannst du mal bitte mal drauf achten und das mal proaktiv zusätzlich mit überwachen und im besten Falle verhindern. Da wäre ich wahrscheinlich geneigt, das mal auszuprobieren. Für die Größenordnung, über die wir hier reden, würde ich es eher nicht machen, weil das für mich in meinem Missverhältnis steht, zum einen finanziell gesehen und zum anderen nachher auch etwas ist, was man bisher auch, kann ich mit gutem Gewissen sagen, von Google auch so hat kennenlernen dürfen, dass die proaktiv das herausschmeißen. Man kann das in der Abrechnung auch sehen, wurde, ich glaube, früher noch ein bisschen deutlicher gemacht als heute. Wo man auch sieht, da ist eine Budgetveränderung vorgenommen worden, beziehungsweise eine Gutschrift ausgestellt worden, weil die eben proaktiv durch ihre Möglichkeiten und Maßnahmen das selbst herausgefiltert und gefunden haben. Klar, es ist ein Hase-Igel-Prinzip, ne? Das heißt, in der Technik kannst du alles herbeiführen und aufbauen, kannst ja auch eine Armada irgendwie buchen von Menschen, die irgendwie weltweit ein bisschen klicken und da dann irgendwie Mist bauen. Glaube, liebe Hoffnung, muss ich ganz klar sagen. Ich würde es nicht buchen, persönlich. Super. Klasse, Frage ist beantwortet, sehe ich per Handzeichen. Super, danke Nico. Danke für die gute Frage, Johannes. Und es gibt hier noch eine Frage im Chat. Wie kann man weiter mit Google Ads potenzielle Kunden erreichen, wenn Google ab 2022 das Cookie-Tracking abschafft? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich habe jetzt mich mit einem... Marktbegleiter, heißt es ja so schön, mit einem Kollegen aus dem Markt unterhalten, der dann auch sagt, wie geht ihr da eigentlich mit dieser Cookie-Geschichte um? Ich bin mal sehr gespannt, wie das da letztendlich kommen wird. Ich habe so einen pathetischen Satz auch von Google gelesen, ach, jetzt haben wir Datenschutz auch gelernt. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir da machen. Ich habe dann süffisant, amüsant kurz gelächelt und geschmunzelt. Letztendlich ist es so, es gibt heute schon die Möglichkeiten, ohne Cookie letztendlich jeden zu identifizieren. Das heißt, jeder von uns hat einen digitalen Abdruck. Letztendlich, mein Rechner hat eine bestimmte Auflösung, bestimmte Plugins, eine bestimmte Firefox-Version. Ich stehe immer an derselben Stelle quasi, zumindest IP-Nummernmäßig und so weiter und so fort, so, dass man eigentlich jeden relativ genau erkennen könnte. So. Es braucht also diesen Cookie nicht. Und ich wundere mich bis heute, warum an diesem so, auch jetzt noch, wo eben diese Content Manager kommen, so eklatant festgehalten wird. Ich glaube, dass es, also ich bin mal gespannt. Also wir selbst hoffen darauf, ich sag's wie es ist, dass irgendwie eine Möglichkeit gefunden wird, dass wir immer noch geiern und gucken und gläsern da durchschauen können, weil es marketingmäßig einfach genial ist. Ich kann es nicht anders sagen. Datenschutzrechtlich auf der anderen Seite, ich bin ja nur auch Privatperson, muss man natürlich schon ein bisschen gucken und sich überlegen, ob das jetzt so toll ist, was da passiert. Aber ja, es gibt ja so zwei Möglichkeiten, ne? Also entweder ich sehe, wie hat es letztens, was hat der Kollege gefragt, hast du Lust auf Werbung für Fingernageldesign oder nicht? Ich sage, nee, habe ich nicht. Und ich wusste, was er meint. Wenn es schlecht läuft, kriege ich eben auch so etwas, weil irgendwie, was weiß ich, nur die Region gerade gepasst hat, gegen die ich mich nachher ordnungstechnisch kaum wehren kann, zumindest grob. Und dann ist irgendwie die Idee, dass jetzt, warum auch immer diese Anzeige dazu passt, also kriege ich irgendeine Anzeige gezeigt. Ganz ehrlich, wir müssen ja mit Anzeigen arbeiten. Also im Sinne von, wir Konsumenten müssen Anzeigen sehen, weil wir es nach wie vor nicht, wir sind nicht willens, für das Internet Geld zu bezahlen. Ne? Warum auch, ist ja alles kostenlos. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir da Anzeigen gezeigt bekommen. Und ich muss sagen, meine Nägel sind soweit in Ordnung, brauche ich nichts. Ich will die Anzeige nicht sehen. Ich will Anzeigen sehen, wo ich dann auch denke, so, ja, genial. Ja, also jeder, gibt ja den einen oder anderen, der vielleicht auch schon einen Vortrag von mir im Social-Media-Bereich mitgemacht hat, vielleicht im besten Falle Social-Shopping. Ich bin ein totales Social-Shopping-Opfer. Das ist, also zu Weihnachten bin ich wieder durchgegangen und habe die ganzen normalen Beiträge, also von Freunden und Bekannten und Sonstiges, immer schön überswiped, damit ich zu den Anzeigen komme. Weil dann geile Sachen kommen, die du dann kaufen kannst. So. Also, und was bringt mir das dann nachher, wenn ich, du brauchst gar nicht mehr im Kopf schütteln, Frau Volk, ja? Das ist so. Hast du bestimmt auch gemacht. Natürlich, aber nicht so extrem wie du. Also, was soll es dann nachher, ja? Also, das heißt natürlich, ich bin heilfroh, dass wir hier mit Thilo Weichert bis vor kurzem noch einen richtig, richtig, richtig scharfen Hund im Datenschutzbereich hatten, der auch einfach mal gesagt hat, Kinder, so geht das nicht. Also klar, der hat das ein bisschen überspitzt für meinen Geschmack, aber das ist manchmal eben auch nötig, damit du eben auch in die andere Richtung richtig mal extrem ziehst, damit sich alle mal mehr in die Mitte bewegen. Und irgendwie passiert das auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte es nach wie vor, den Keyword-Planer und sonstiges alles zu benutzen. Ich
gehe ganz stark davon aus, wir werden Möglichkeiten haben, das auszuwerten. Die verdienen ihr Geld damit. Ja, die werden irgendwas machen. Und wenn sie uns alle irgendwie jemanden auf die Schulter setzen zum Gucken oder so, da bin ich mal sehr gespannt. Ist offen aber auch die Thematik, muss man ganz klar sagen. Ich bin sehr gespannt. Super, dankeschön. Wir hätten jetzt noch eine letzte Frage. Also jetzt ist noch die Zeit, Fragen in den Chat zu schreiben. Immer her damit, ich bin noch da. Genau, das ist bis jetzt die letzte. Ist es sinnvoll, den Keyword-Planer im Google Ads-Tool vor der Anzeigenschaltung zu nutzen? Die Von-Bis-Angaben sind ja sehr vage gehalten. Mhm. Guck mal, da hatte ich eben gerade jetzt auch schon die Begrifflichkeit, gerade weil ich die Anzeige selbst oder die Frage gelesen habe, auch schon mit begrifflich reingeworfen. Also, es ist schon so, dass das uns hilft. Wir haben verschiedene Tools. Ich habe sie jetzt diesmal im Vortrag nicht mit reingenommen, die jetzt zum Answer the Public, Google Trends auch mal ein bisschen mit reinzunehmen oder eben auch das W-Fragen Tool berücksichtigen. Also es ist nachher, und das ist eben genau der Punkt, das ist das Spannendste, finde ich, nachher eigentlich auch, die Keywords als solchen, weil den Text hast du irgendwie auch so richtig hingebügelt irgendwann, wo es dann auch so passt, wo ich denke, so das sollte soweit stimmen. Und die Keywords sind ja das Spannende dabei. Ich halte den Keyword-Planer schon für attraktiv, um auf Ideen zu kommen, auszuprobieren, mitzunehmen. In der Tat, die Aussagen, ne, am Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen, die sind wirklich vage, und diese Von-Bis-Einstellungen geben mir in dem Moment überhaupt keine planerische Sicherheit. Ja, also gerade erst dann nicht, wenn ich jetzt nicht nur mit einem Begriff lospresche, sondern auch den und den und den habe, dann ist das ja ein Konvolut und Mix danach her, wo ich jetzt im Moment nur so ein Bauchgefühl entwickeln kann. Aber ich finde es schon spannend, das haben wir vorhin gerade gar nicht so direkt sehen können, aber wenn ich jetzt letztendlich dann auch in dieser Keywords-Vorschlagsliste, in der wir uns gerade von befunden haben, auch danach hier auf Keywords dann klicke nochmal, im rechten Bereich werden die nachher auch bei entsprechender Darstellung angezeigt, dann kann ich raufklicken und kriege auch ein Suchvolumen. Das war auch eine Zeit lang auch nicht möglich, das wieder zu sehen. Jetzt kann man das da ganz gut machen. Wird dann auch in dem Ranking der Vorschläge auch so dann sortiert, dass die mit dem höchsten Volumen oben stehen. Finde ich spannend. Ja, kann man wunderbar benutzen, um sich einen Eindruck von seiner Klientel zu machen, weil das ist die Erfahrung, die wir haben. Wir alle glauben immer, unsere Zielgruppe wirklich zu kennen, aber brettern eben erstmal von vorne los und sagen so, ja, so die Zielgruppe wird schon kommen. Und nochmal darum geht es ja nachher, dass wir eben erstmal gucken, wie ticken die jetzt? Und das ist echt schwer. Also das ist deswegen schwer, weil sich doch so viele, obwohl sie top im Markt sind, obwohl die, weiß nicht, groß sind, Marketingabteilungen haben, eigene Leute dafür haben, trotzdem, naja, irgendwie, ich will nicht sagen, einen Job wie immer machen, das wäre jetzt falsch und auch nicht richtig. Aber es ist so ein, da ist sehr viel Annahme mit dabei, und es hat ja auch früher funktioniert. Und da ändert sich ja nun mal auch alleine zielgruppentechnisch, alterstechnisch immer mal wieder etwas Neues. Und da muss man dann drauf reagieren. Also Nutzen ja, fest planen und sagen, das ist es jetzt, kann man damit tatsächlich nicht. Da muss man dann nachher nach hinten raus viel mehr Atem haben und auch andere Dinge mit einbeziehen. Und vor allem, ich würde auch Google nicht alleine vertrauen. Answer the Public und solche Geschichten, und kann man da wunderbar auch mal hernehmen, um ein paar Ideen zu bekommen, wie dann nachher letztendlich auch bestimmte Suchgewohnheiten vielleicht dann auch dann nachher bestehen. Das ist ja sowieso das Geniale, das nachher zu verstehen, wie der Gast tickt. Super. Dankeschön. Das war auch bis jetzt die letzte Frage, sonst kam nichts mehr rein. Da würde ich sagen, wir beenden das Webinar auch. Okay. Fast in der Zeit, jetzt, sozusagen. Jetzt schon? Genau, es gibt ja im Nachgang die Aufzeichnung. Da können Sie alles nochmal nachlesen oder auch nochmal nachschauen. Ich würde Sie gerne noch darauf hinweisen, auf unsere weiteren Webinare. Wir bieten morgen noch ein Webinar an zu der mutmachenden Kommunikation. Im Lockdown, während des Lockdowns jetzt, aber auch nach dem Lockdown. Wir haben diese Woche noch Webinare, nächste Woche noch Webinare, übernächste Woche noch Webinare. Also schauen Sie mal auf unserer Homepage vorbei vom Tourismuscluster unter Veranstaltungen. Du darfst noch. Danke. Da gibt es noch etliche Webinare zum Thema Kommunikation, aber auch zum Thema Digitalisierung und auch zu Preis- und Vertriebsstrategien. Es lohnt sich also nochmal vorbeizuschauen bei uns. Super. Nico? Corona war gerade nochmal so ein böses Wort, was noch gefallen ist. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass wenn wir noch Lust haben, Lust ja bedingt, aber kurz nochmal vielleicht auch das nochmal aufgreifen. Also aktuelle Einschätzung meinerseits, was das angeht, im Zusammenhang mit Google Ads. Oder Einschätzung will ich nicht sagen, sondern verschiedene Gedankengänge. Also, sobald es irgendwann wieder sein darf, geht es sicherlich los. Wir haben letztes Jahr zu Lockdown 1, haben wir Marketeers, dann auch Revenue Manager, mit denen ich gesprochen habe, Hoteliers, Branchenkenner, waren wir irgendwie alle der Meinung, in der Sekunde, wo wir wieder dürfen, geht's ab wie Schmitzkatze.
War aber nicht so. Zumindest die meisten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, war nicht so. Ferienwohnungen, Ferienhäuser, die hättest du 12-mal vermieten können. Hümer und Co. auf der Straße auch 30-mal. Aber bei den Zimmern war es dann doch ein bisschen mit angezogener Handbremse, die preissensibel waren. Also das war so, das habe ich mir so zusammengereimt. Die als erstes gebucht haben, waren so die von wegen, ist mir jetzt wurscht. Ja, Corona existiert für mich nicht, zumindest jetzt aktuell nicht. Attacke, ich möchte wieder Urlaub machen. Und das sind im Zweifel vielleicht auch genau diejenigen, die dann auch so ein bisschen preissensibler sind und sagen so, ja, aber man muss mich schon vernünftig mit dem Preis umwerben. Das war zumindest die Rückmeldung, die ich bekommen habe, dass also eine hohe Preissensibilität am Anfang da gewesen ist. Entgegen der Vermutung, dass wir sofort und alles hätten vermieten und verkaufen können, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Im Moment haben wir den Zustand, so nehme ich den wahr, dass also das ist zumindest die aktuelle Rückmeldung von meinen Kunden, die ich dort habe oder auch Marktbegleiter und Co. oder eben auch einfach Kunden oder auch privaten Umfeld, die ich dort kenne, angezogene Handbremse. Im Moment jetzt noch, vorher. Das heißt, man bucht nicht im Voraus. Das ist letztes Jahr ein bisschen was anderes gewesen. Da hat man es auch geschafft, schon mal so die Herbstferien so ein bisschen zu verticken und solche Geschichten. Das ist jetzt so etwas, ich habe letztens einen schönen Satz gehört, ich habe keine Lust, wieder enttäuscht zu werden. Ja, das heißt, du buchst etwas so irgendwie in den Mai rein und dann kriegst du irgendwann so kurz vor die Info so, nein, doch nicht. So, das ist so etwas, merke ich auch bei mir. Theoretisch habe ich schon ein Reiseziel vor Augen, ist alles schon so, ich sage mal, vorbereitet dafür. Ich müsste jetzt eigentlich nur die Flüge buchen. Nö, mach ich jetzt nicht. Also wie auch und warum auch und vor allem auch, will ich überhaupt ins Ausland und so weiter und so fort und impfen und solche Geschichten. Also das ist nochmal natürlich ein Sonderfall. Für uns jetzt hier auch in hausintern, hätte ich fast gesagt, deutschlandintern, ist das aber eben auch so ein Punkt, der nochmal da mit berücksichtigt werden muss. Trotzdem neigen wir dazu, im Moment so unter vorgehaltener Hand zu sagen, es mag dieses Jahr was anderes sein als im letzten Jahr. Das heißt, in der Sekunde, wo es jetzt wieder darf, glaube ich, sind wir alle so ein bisschen weniger sinnvoll vorsichtig als letztes Jahr. So, wo wir sagen, wir wollen noch nicht. Ich glaube, das wird dieses Jahr was anderes sein. So, egal wie, jeder von euch möge sich bitte Gedanken machen, wie er dann in der Sekunde werblich aufschlagen möchte. Da geht es um Preise, klar. Heute nicht Thema, aber auch eben sicherlich was zu überlegen. Gehe ich in den Preiskampf, bleibe ich dabei, möchte ich eben letztendlich nur das oder bleibe ich bei meinem Preis? Ich würde, denke ich, im Moment sagen, beim Preis bleiben, keinen Preiskampf eingehen, das wird trotzdem irgendwie funktionieren. Und gehe ich gleich am Anfang in die Anzeigen rein oder kann ich das eigentlich eben auch so mitnehmen, wie es eben über die normalen Kanäle eben auch sonst funktioniert? Also das muss überlegt werden. Und da vielleicht nur der einzige Tipp noch richtig in diesem Bereich, wenn ihr euch überlegt habt, wie ihr damit umgehen wollt, dann legt euch eine Kampagne auf Halde und schaltet sie in der Sekunde dann eben frei, wenn es losgeht. Denn ihr habt es gesehen, fällt nicht vom Baum das Ding, das muss überlegt werden, das muss richtig eingestellt werden und wenn es dann nachher, ihr habt andere Sachen zu tun, als dann irgendeine Kampagne zusammenzuschrauben, wenn es dann losgeht und Buchungen dann akzeptiert beziehungsweise dann auch wirklich empfangen werden wollen. Insofern, wenn ihr da eben was machen wollt, macht das im Vorwege, legt es auf Halde und wenn es super läuft, müsst ihr sie nie aktivieren. Also im Sinne von, wir dürfen alle wieder, aber es läuft auch so und ohne Kampagne und löscht sie einfach irgendwann wieder. Ja, das wollte ich nochmal mit auf den Weg geben. Gut. Super, vielen Dank. Das nehmen wir auch gerne als Schlusswort und sagen dann bis bald und bis zum nächsten Webinar. Bis zum nächsten Webinar und vielen Dank und bleiben Sie gesund. Ich freue mich drauf, wenn wir uns mal sehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.